EA. Hasbro. Monopoly. Licensed by Nintendo. Willkommen hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Ich begrüße euch zu einem, ja, ich sag mal, Special mit meinem Co-Kommentator, der sich wieder eingeklinkt hat. Hallo! Und wir wollen heute einfach mal spontan an so einem richtig gemütlichen Abend Monopoly zocken. Genau, freitagsabends, was gibt's Besseres? Willkommen bei Monopoly! Lohnt sich das Intro zeigen zu lassen? Ich hab das gerade nicht gesehen. Das lohnt sich. Und warum drückst du es weg? Ich drücke nicht weg. Na dann. Also, Paris. Paris kenne ich nicht. Das ist schon. Chong Chong. Spiel auf dem neuen Spielbrett. Sicher, dass das nicht Hong Chong war? Oder probier mit Hong Chong das neue superschnelle Kröso-Spiel. Kröso-Spiel? Kröso-Spiel kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Schnell, triff deine Wahl und mach Geschäfte. Hatte ich vor. Ach, das sind diese Zusatzlevel, die habe ich schon mal irgendwann mal gespielt, wo ich das Spiel mal neu bekommen habe. Gut, gehen wir rein. Ja. Was spielen wir? Die Monopoly-Edition? Die Größe würde ich nicht vorschlagen, oder? Erstmal die normale. Nehmen wir die normale Edition und Monopoly. Nehmen das nächste Level. Möchtest du zuletzt gespeicherte Spiel fortsetzen? Nein, ich habe noch ein... Was? Das heißt, du bist noch in einem Spiel. Ja. So, klassisches Spielbrett, Zukunftsspielbrett, Süßigkeiten-Spielbrett, Käsespielbrett, Dschungelspielbrett, Eisspielbrett, Deko-Spielbrett, Pappspielbrett, Weltspielbrett oder das klassische? Ich denke mal, du darfst dir aussuchen. Also ich wäre erstmal für das klassische. Dann nehmen wir das klassische. Die anderen können wir ja immer nochmal machen. Ja, genau. So, wir sind zu mehreren, glaube ich. Zu zweit. Mensch, kann ich mir irgendwie einen Namen aussuchen? S1 gegen S2. Ja, nein, ich will... Wieso habe ich hier keine Großstelltaste? Hallo? Ich will meine... Doch, ist da unten. Ach meine Gott, das ist alles noch so analog hier. Sechs Stunden später. Das Ding ist alphabetisch sortiert. Ich bin das gewohnt, die Tastatur, Dings zu haben. So, akzeptieren. Was nehme ich mir denn mal? Hut? Schiff? Nö. Mein Gott, das ist eine Auswahl. Das kommt wegen dem klassischen. Ach komm, ich nehme mal das Schiff. Das fand ich immer ganz nett. So, du bist dran. Ich kann noch nicht mal mehr steuern. Moment. Ja, schön mit der Fernbedienung drauf zeigen. Ich würde erstmal löschen. Oder heißt S2F? Nee, warte. Mein Gott, ist das kompliziert. Wer weiß schon, welcher Name das wird? Ich benenne mich mal nach einem guten Freund von mir. Punkt gibt's hier gar nicht, ne? Hier vielleicht? Nee. Ich bin Franjo P. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme. Wer oder was ist Franjo P? Tja, das können ja mal die Zuschauer erraten. Franjob? Habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich kenne deinen gesamten Freundeskreis. Sag mal, wo treibst du dich in letzter Zeit rum? Nimm mal den. So, was für Gegner machen wir? Leicht, mittel oder schwer? Wir können ja einen leicht nehmen und einen mittleren. Komm, wir machen gar keinen, dann kämpfen wir nur alleine. Ja, okay, dann machen wir. Nein, das wäre langweilig. Wir machen einen Mitte. Den lasse ich jetzt bei S3 und dann kriege ich das Dings und dann nochmal leichten, sagtest du. Ja. Der kriegt hier die Schubkarre. Und den nenne ich auch nicht um. Hausregeln. Yeah, swingige Music. Startgeld 1500, würde ich sagen. Gehalt 200, wenn man dabei loskommt. Wenn du auf loskommst, doppeltes Gehalt. Ich weiß ja nicht, welche Regeln, also ich habe immer gemacht. So spielt man das ja eigentlich okay, normal. Dann macht man doppeltes. Häuser. Obwohl, dann müssten wir eigentlich auch die anderen Zahlen ändern. Ich glaube, wenn man in echt spielt, kriegt man am Anfang mehr Geld als 1500, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel. Dann machen wir 2000. Und Gehalt müsste eigentlich in echt, ist das nicht 400? Und wenn man genau auf loskommt, dann 800? Nee, das, ja, bei D-Mark-Zeiten noch. Nee, ich glaube 200 war schon richtig.
Dann weiter. Häuser pro Hotel waren immer 4, glaube ich zumindest. Ja. Verfügbare Häuser sind 32 und verfügbare Hotels 12, lasse ich jetzt einfach mal so. Auf Einkommensteuerbetrag 200, glaube ich auch immer so. Frei Parken Auszahlung. Die Steuer, oder? Ja, ja, genau. War immer die Steuer. Ja. Maximale Runden im Gefängnis waren auch 3. Höhe der Kaution 50, ich mach mal 100. Genau. Hypothekensatz lasse ich mal bei 10. Auktion erzwingen? Sagt mir nichts, was ist Auktion? Ich glaube, haben wir nie gemacht. Nee, weiß maximale ich jetzt Rundenzahl ist unbegrenzt. Gleichmäßige Bebauungsregel. Ja, ist in echt ja auch so, ne? Man ja, kann nicht. Man kann, also, weil sonst könnte man eine Straße, sag ich mal, 4 bauen und die anderen sind noch gar nicht bebaut. Also man muss immer auf einen höheren Level sein. Und Startgrundstücke auch 0. Ja, dann starten wir jetzt einfach mal. Jo. Ja, nächstes und juhu, nach gefühlten 10 Minuten geht's los. Ja. Ich finde das Emblem da unten so cool. Das könnte unser neues Logo werden. Ah, nee. Das ist ja bestimmt Copyright. Ist ja langweilig, das. Oh. Guck mal, da wird der Kerl auch noch verewigt. Hat der Typ eigentlich einen Namen? Oder ist es Mr. Monopoly? Mr. Monopol. Mr. Monopol. Ja, ist auf jeden Fall ein schöne Geldscheine hängen sind da an der Wand. Ist bestimmt interessant. Ist das nicht das Zeichen von HSV? HSV? Ja. Ja, wie viel haben die wohl hingeblättert, um hier verewigt zu werden? Also, 2,80 Euro mindestens. So. Dann würfeln wir mal aus, wer anfängt. Okay, wir würfeln aus, wer anfängt. Das haben wir natürlich deutlich gehört. Im Prinzip Ach du Scheiße, meine Fernbedienung hat gerührt. Tja. Im Prinzip können unsere Zuschauer das Video auch jetzt beenden, weil ich gewinne sowieso und damit ist jetzt hier Franz die Spannung auch, mach erstmal. Ja, der würfelt schon in Pasch, das ist hier schon gecheatet. So, unser leichter Gegner. Nee, das ist der mittlere, der leichte ist er. Ach so. Der Leichte überbietet dich ja schon fast. Toll, das heißt, weil du als Erster anfängst, bin ich Letzter. Weißt du eigentlich, was los ist? Zeit, das Brett unsicher zu machen. Ja, dann mach mal das Brett unsicher. Ich glaube, du musst auf OK drücken. Oder muss ich? Du musst. Wieso muss... Ach, man muss die Fernbedienung schütteln, das wusste ich nicht. Da hätte ich ja höher geworfen. Direkt mal noch ein Pasch. Du hast einen Pasch gewürfelt. Das war die Chauché-Straße, glaube ich. Was meinst du? Kauf? Schauseestraße, ja, irgendwie so. Kaufen oder Auktion? Warte mal, das Zeichen geht immer weg. Ja, ich hatte was vom Sensor. Ich mach mal den Sensor ein bisschen in deine Richtung. Das kannst du dir doch gar nicht leisten. Muss man erst schütteln und dann A drücken? Da steht, schüttel die wie Fernbedienung und drücke A, um zu würfeln. Ja, mach ich jetzt so. Erst schütteln, dann A. Ah, ich dachte jetzt noch eine 3. Das wär's. Ja, musst aber dann gleich nochmal ein paar schwerfen, dann bist du im Gefängnis. Was meinst du? Kauf oder Auktion? Auktion, dann wird das zwischen allen Spielern... Ich glaube, dann wird das versteigert. Ja. Da kannst du natürlich theoretisch günstiger drankommen, aber... Ich glaube, bei Geschäfte kannst du irgendwie handeln und so. Müssen wir mal ausprobieren. Ja. Ich bin ja erstmal nicht dran. Guck mal, der würfelt einen Pasch, da kommt er ins Gefängnis, das ist nicht so schlimm. Stimmt. Also, zwar nur zu Besuch, aber er kann nichts kaufen. Was sind so deine Lieblingsstraße, die du immer gerne hättest bei Monopoly? Schlossallee. Ja, das ist natürlich typische. Bei mir war es immer so, ich habe so gerne die Roten da oben geliebt. Die Theaterstraße, die Opernplatz und so. Ich mag die Gelben. Goethestraße und so weiter, das müssen die sein. Goethe, ne? Schiller und Lessing, glaube ich, hießen die. Das ist meine Lieblingsstraße. Guck mal, der hat sie hier schon Dings da weggekauft. Würfeln hier alle im Pasch oder was? Und wenn ich krieg gleich irgendwie nur so eine 4 und komme auf Einkommensteuer direkt? Ah, ich krieg ja schon direkt Geld. Wow. Wenn der macht jetzt noch einen Pasch und kommt auf die andere? Ich glaube, ich habe gerade 6 Euro bekommen, kann das sein? Ja, das ist ein Monopoly-Geld, das ist kein echtes. Also. Euros haben wir hier nicht. Nee. Oh, jetzt ist das aber richtig verteilter bei euch. Das rührt hier so. So, mal gucken, jetzt würfel ich eine 12. Eine 4 würfelst du. Ach, schade. Ich krieg wenigstens den Bahnhof. Die Bahnhöfe sind gut. Die kosten nicht viel und man kann damit später viel Geld verdienen. Kauf oder Auktion. Und vor allen Dingen, das Coole ist, wenn man selber einen Bahnhof hat, dann können die anderen nicht so sehr, weil die wären sonst zu teuer.
Ich geh mal. Wie kommt man eigentlich richtig ins Gefängnis? Nur bei dem einen Feld da oben? Oder wenn du dreimal ein paar schwüffelst, das war ja auch. Ich gehe mal kurz auf Geschäfte, um zu gucken, was man machen kann. Achso, man kann sich alles angucken. Kann man die Miete erhöhen oder was? Ich kann handeln zum Beispiel. Ich könnte hier zum Beispiel hier drauf gehen. Und dann könnte ich hier zum Beispiel was kaufen, siehst du? Aber auf dem Bahnhof kann ich nicht kaufen, also du könntest das eher. Ja, und ich könnte jetzt zum Beispiel handeln. Ich könnte jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mit einem Spieler, ja, und dann könnte ich dir ein Angebot machen, aber. Das kommt für mich nachher in Frage. Ja, wegen der Pinken da. Lassen wir uns überraschen. Der leichte Spieler verkauft bestimmt direkt, der mittlere lässt sich wahrscheinlich erstmal den Preis schön nach oben treiben. Nächste Runde. Was war das? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, das war nur ein Wackelkontakt von meinem Fernseher, nicht, dass jetzt die Zuschauer hier auch noch... Eine 10. Oh, damit kommst du auf meinen Lieblingsplatz, die Theaterstraße. Es liegt bei dir. Kaufe ich nicht. Kauf oder Auktion. Sicher? Nein, ich kaufe die. Ich habe zu viel Startkapital dir gegeben, du kaufst schon alles auf. Das ist blöde, wenn ich da hinten am Schluss nicht bin, dann komme ich nur auf eure Straßen. Ja, das ist blöd, das stimmt. Aber du kannst ja immer noch handeln nachher. Ja, toll, weil ich das meiste Geld habe, aber wo komme ich auf die ganzen Mieten? Man kann ja vielleicht auch Straßen tauschen, ist das nicht auch möglich? Ja, du kannst alles machen, ich kann dir auch einen Dollar geben für all deine Straßen, wenn du akzeptierst, ist dein Pech. Ja. Der kommt zu dir, du musst schon wieder Miete zahlen. Oder? Nee, das. Du bist auf dem Grundstück eines anderen Spielers gelandet. S4 muss S3 etwas zahlen. Komm, ich will jetzt hier eine. Ach verdammt, ich bin im Gefängnis. Ja, hilf mir nicht, ich brauche Straßen. Nur zu Besuch. Ja, nur zu Besuch. Franjo, du bist wieder dran. Oh, ich hab's voraus, wa? Kommt der auch noch auf so eine grüne Straße, ey. Ich wette, die einzigen Straßen, die du gleich nicht bekommst, das sind deine Lieblingsgelben. Kauf oder Option? Deine Besitzrechtkarte. Ich wette, du würfelst gleich auch noch schöne 7 oder so, kommst auf die Parkstraße oder Schlossallee. Na, am besten noch mit so einem, am besten mit einem Pasch, dann 1er Pasch und dann hast du beide direkt. Und am besten Hotels draufpacken und ey, die Bahnhöfe wollte ich mir reservieren. Sag das mal nicht so laut. Parkallee und Schlossallee kriege ich eigentlich immer ganz, ganz selten. Die tauschen schon irgendwas hin und her. Du hast gesehen, jetzt hat der Grüne schon, also der mittlere Gegner hat schon 2 von deiner Straße. Oh. Also du... Da muss ich gleich mal was tun. Ja, vor allem du kannst das Monopol hier verhindern. Ja. Schillerstraße. Das Grundstück gehört dir. Ich will da hinten auf den Bahnhof kommen. Ach komm, ey. Voll auf die Miete. Hätte ich nicht wenigstens das E-Werk haben können? Wenn du auf dem Grundstück eines anderen Landes, musst du Miete bezahlen. Du hast bis auf dem Bahnhof noch nichts gekauft. Nee, ist klar. Nimm mir auch alles weg. Ich mach die Augen zu. Voll auf die Schlossallee. Voll auf die Schlossallee. Ich krieg die Krise. Da wäre ich ja blöd, wenn ich die nicht kaufen würde, was? Ich hätte es hier verdient, wenn ihr jetzt nicht genug Kohle gehabt hättest. Boah, ich schwör's euch wirklich, das ist das erste Mal seit, keine Ahnung, seit Anbeginn deiner 300 Geburt. Jahren, dass ich auf die Schlossallee komme, die kriege ich sonst nie. Ja, aber dafür den Rest immer, ne? Ja, rote und gelbe Straßen sind ja auch nicht ohne. Ach, ihr kauft euch da alles. Da, wie soll ich denn da gleich mithalten? Ja, ich muss aber jetzt auch mal ein bisschen ruhiger machen. Da, der bietet dir was an. Was denn? Er bietet dir die Grüne an, indem... er will das Monopol hier haben. Er will deine Lilane haben. Und was bietet er mir? Du kriegst die Grüne da oben. Ja, und dann kommt gleich der andere Computer da drauf und... Moment mal, die eine Grüne gehört mir schon, ne? Ja, ja. Aber denk dran, du gibst dir das dann hat er das Monopol, dann kann er anfangen Häuser zu bauen schon. Ja, ich mache es auch erstmal nicht. Ich dachte, ihr wolltet ins Geschäft kommen. Ja, aber ich will mich ja nicht abziehen lassen. Ich warte erstmal noch, bis er mir was Besseres anbietet. Du bist auf dem Grundstück eines anderen Spielers gelandet. Wieso kassiert der momentan die ganze Miete ein? Das ist doch unfair.
So, jetzt eine schön flache Zahl. Hey, du hast einen Pasch. Ja, komm ich voll auf deine Miete. Ein Pasch. Tja. Du bist auf dem Grundstück eines anderen Spielers. Ich bin gleich pleite und das nur, weil ich Miete zahlen muss andauernd. Du hast doppelt so viel Geld wie ich. Fast. Na toll, jetzt komme ich auf den Bahnhof, dem schon jemand anders gehört. Das ist schon der zweite Pasch, wenn du noch einen würfelst, bist du im Gefängnis. Das wäre jetzt noch meine Höchststrafe, weißt du? Ich konnte bis jetzt nur einen Bahnhof holen und jetzt lande ich gleich im Gefängnis. Komm noch nicht mehr über los oder so. Du zahlst bei dem Bahnhof mehr Miete als bei meiner Schlossallee? Ist doch nicht wahr! Tja. Drei Paschs in Folge. Du führst doch etwas im Schilde. Zeit fürs Gefängnis. Als wenn ich was im Schilde führe, mal ganz du ehrlich. Du hast es noch gesagt am Anfang. Weißt du, die ganze Zeit Pech und jetzt habe ich so viel Glück, dass ich Pech habe. So, jetzt bin ich mal gespannt. 8. Die hat noch keiner. Du bist über losgezogen. Zeit für dein Nee, das Ereignisfeld hat noch keiner. Das kann so oder so. Rücke vor bis zur Schlossallee. Selbst wenn du sie nicht gehabt hättest, jetzt hättest du sie gehabt. Ja. Und das richtig Coole für dich ist, du kommst jetzt wieder gleich über los. Stimmt. Nochmal 200 Tacken. War aber schön, dass du kurz bei mir warst zu Besuch. Ja. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Na. So. Ja, mal gucken, was die da so machen. Ein Pasch. Pasch. Kommt auf ein eigenes Feld. Die sind ein beide Pasch. Auf dem gleichen. Du darfst nochmal würfeln, du Glücksbild. Ah, zum Glück kann so er was kann ich gebrauchen. Zum Glück kann er nicht die Parkstraße kaufen. Oder du wanderst ins Gefängnis. Vielleicht musst du aber auch etwas bezahlen. Oder erhältst sogar eine Überraschung. Ach nö. Du bist über losgezogen. Ach doch, Einkommensteuer. Für dein Gehalt. Oh. Geld kommt und geht. Wäre schöner, wenn er bei mir drauf gekommen wäre. Ich frage jetzt mich nur gerade, ist das so, wenn man im Gefängnis ist, dass man keine Miete kriegen kann? Ich weiß, manchmal haben wir das als Kind so gespielt. Ah, die wollte ich. Die braunen mag ich, die sind immer so billig. Und vor allen Dingen sind immer so direkt. Ja auch kaum was. Nee, ich zahle die Kaution, ich bleib da nicht lange. Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Du kannst versuchen, einen Pasch zu würfeln, die Kaution bezahlen oder... Ach nee, schon wieder Miete, ey. Weißt du, darüber, das Elektrizitätswerk wäre kein Problem, die Münchner Straße, der Bahnhof. Boah, Monopoly, Mann, bleib doch mal ruhig. Ich bin wieder. Jetzt komme ich zur Parkstraße. Das sind Spiele, die sollten auf die Indexliste, weißt du? Die lösen Aggression mehr aus als sonst irgendwelche Ballerspiele. Jetzt muss ich auch Miete zahlen. Wow, du bist zweimal über los, hast 400 eingezahlt und musst jetzt 4 Miete zahlen. Das ist ja echt traurig, weißt du das? Tja. Theoretisch könnte ich die Schlossallee für die beiden pinken Straßen tauschen. Das wird der bestimmt machen, aber wäre ja schön blöd. Kommt drauf an, wenn du die Parkstraße hast. Und bekommst einen weiteren Wurf. Ja, ich schau gleich. Da wollte ich drauf, hallo. Aber vor allen Dingen muss aufpassen, wenn er nämlich eine ganze Straße, sag ich mal, hat. Ja. Beide Gruppen, dann wird das auch gefährlich, weil dann musst du da erstmal heile rüberkommen. Ja, klar, dann brauchst du eine 10, um daran vorbeizukommen. Irgendwie am meisten zahlt S3 an S4. Ne, umgekehrt, S4 an S3 immer. Auf jeden Fall die beiden aneinander. Schon ein bisschen verdächtig. Nur zu Besuch. Ich bin nicht mehr nur zu Besuch da drin. Hm. Ja, endlich mal habe ich eine neue Straße. Also im echten Leben würfelt vielleicht zweimal am Abend ein Pasch. Und jetzt haben wir hier schon den 8. oder so. So, jetzt habe ich mir auf jeden Fall das Monopol da vermiest. Nochmal würfeln. 8, wo komme ich hin? Oh, da hin auf die gelbe. Nee, oder? Doch, müsste passen. Kommst du nicht ins... Nee. Es liegt bei dir. Kauf oder ich kauf die. Juhu, ich habe gleich zwei Straßen hintereinander. Juhu. Es gehört dir. Nächste Runde. Wenn ich noch einen Bahnhof habe, dann könnte ich mit dem tauschen. Dann könnte der die gelbe von mir bekommen. Aber erstmal so abwarten. Eine 9. Moin. Ah, da kommst du da hin, bei dem auf dem Mieter. Nee, Quatsch, du stehst ja ganz woanders. Ah, na. Ja. Was hast denn du? Elektrizität. Ach, das ist ewig. Och, nö. Deine sag mal, wo hast du eigentlich noch nicht deine Finger im Spiel? Ja, aber das Wasserwerk brauche ich ja dann auch noch. Die beiden.
Die sind nicht zu unterschätzen, genauso wie die Bahnhöfe. Hast ja gesehen. Du bist auf dem Ereignisfeld gelandet. Du bist über Lust, ja, Südbahnhof, das ist meiner. Ich krieg 25, danke. Ja. Warte mal, was will der? Stopp mal. Ah, nee, vergiss es. Kein Handel. Der will von mir da oben die Dings haben. Hä, da war. Der hat mir gerade einen Handel vorgeschlagen. Der hat doch irgendwas mit Elektrizitätswerk gesagt. Nein, da war ich kurz drauf. So. Der wollte. Ich sollte ihm die Orangene geben und dafür kriege ich die Grüne. Ach so. Interessiert mich nur nicht. Du bist auf dem Grundstück eines anderen Spielers gelandet. Es ist Zeit, den Vermieter zu bezahlen. Komm, ich will den Bahnhof da hinten haben. Eine 9. Jetzt habe ich mal Glück. Ja, das ist wirklich Glück. Es liegt bei dir. Kauf oder Auktion. Den kaufe ich mir. Denk dran, du bist gleich pleite. Was? Ich habe mehr als... gemacht. Du bist jetzt stolz. Kein anderer. Wie kommt da? So viel Straßen habe ich ja noch gar nicht gekauft. Du musstest oft Geld bezahlen. Und du hast 100 Euro für die Ich überlege gerade, ob gezahlt. Jemand mit mir handeln könnte den Bahnhof, aber ich könnte dem nichts abgeben, oder? Du hast doch die eine gelbe Straße, oder nicht? Ja, aber wenn der die andere gelbe noch kriegt, wenn du die kriegen wirst, würde ich sagen, okay, das Risiko kann ich eingehen. Aber wenn der Computer, die tauschen die sich manchmal so blöd hinterher. Ja. Hey. Wo stehst du? Du darfst noch mal würfeln, du Glückspilz. Ah, Steuern. 200, toll. Das ist genau das, was auf dem Spielbrett steht. Ah, hätte ich mal den Bahnhof gekriegt, hätte Stern mich abzahlen können. Transport kostet. Du bist auf einmal so still geworden, wo du nicht mehr deine Straßen hier maulst. Ich überlege gerade so ein bisschen. Also ich will auf jeden Fall als nächstes die Parkstraße und das Wasserwerk. Alles andere ist mir egal. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Und dann kann ich nämlich mit den Parkstraße Straßen, die ich hab, kann ich kriegen, ich bräuchte nur einen Einserpasch. Also ich will entweder eine 2 oder eine 6. Zeit für die Miete. Hey, ich krieg Geld. So, eine 2 oder eine 6. Komm, 2 oder eine 6. Jawohl, hab ich's doch. Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. So, weil ich auch gerade meinen Bahnhof bekommen hab. Ey, ich kauf das. Du bist doch nicht auf der Parkstraße. Das will ich auch nicht. Du hast gesagt... Ja, 2, dann will ich auf der Parkstraße. Oder ich will dies hier. So, jetzt muss man eben kurz gucken. Ach. Könnte interessant werden. Ja, ja, könnte interessant werden. Das glaube ich auch. Warte mal, wer hat denn das im Besitz... er hat das im Besitz. Das ist. Ich möchte mit ihm. Warte mal, handeln. Mit ihm. Und zwar. Du kriegst von mir die. Und dafür will ich von dir die haben. Und die haben. Und. ich guck mal gerade. Ich füge nochmal Geld hinzu. Ich mach nochmal. Versuch doch erstmal so. Oder kann man nur ein Angebot machen? Weiß auf einmal? Ich gerade nicht. Ich mach nochmal 250 aber für sehr dich dazu. Groß, 100. Jawohl! 100 hätte wahrscheinlich auch gereicht. Ist egal, ich hab jetzt erstmal. Da hätte gar nichts gereicht. Eigentlich hätte der dir noch Geld zahlen müssen. Mal sehen, was hier gleich passiert. Naja. Wieso, der hat ja kein Monopol oder so dadurch bekommen. Ich möchte einen ganzen Satz kaufen. Dann möchte ich noch einen Satz kaufen und möchte ich noch einen Satz kaufen. Und bei wie viel bin ich jetzt überhaupt? Egal, ich möchte noch einen Satz kaufen. So, 4 Häuser, das reicht also erstmal. Also, irgendwie ist das die Taktik. Keine Ahnung, alles oder nichts. Lass mich doch. Da muss jetzt nur einer draufkommen, dann habe ich. Ich habe 400 habe ich dafür jetzt ausgegeben. Pass mal auf, am Ende landet kein Mensch mehr auf den Straßen. Ist mir auch egal. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Guck mal gerade, ob ich irgendwie handeln kann. Ich habe gerade irgendwie Lust zu handeln. Ja? Oh, ist das spannend. Oh, spannend. So. Was will ich denn haben? Eigentlich hat keiner so richtig was, womit du was anfangen doch, könntest. Doch, die beiden Pinken will ich haben. Ja, denkst du, der will 2 Pinke abgeben? Dann musst du ihm ja schon was Grandioses bieten.
Ja, die grüne. Biet ihm die grüne an. Ich denke, das wird er machen. Warte mal, die grüne. Ja, der hat dann kein Monopol. Also noch nicht. Ja, aber die grüne eine. Ist doch... Ich versuche erstmal was. Wie kann ich jetzt Geld hinzufügen? Da rechts oben bei dir. Ach, da. Ja. Mit 300 brauchst du nicht ankommen. Die Straßen sind hier noch viel mehr. Also der wird 500 nicht mal... Siehst du, das ist ja schade. Schlauer Computer, das ist nicht so. Ja, versuchen kann man es ja mal. So. Elf, er kommt auf... Ach nee, das bist du. Wo ist er denn? Oh, der kommt auf dein? Nee, hä? Ich hab wieder... keine. Solange er nicht auf die Parkstraße kommt. Eine hervorragende Investition. So, jetzt will ich die Museumstraße oben kriegen. Am besten ist es, wenn man immer so eine Straße in einer Reihe hat. Dann kann man den anderen das erstmal schön kaputt machen. Ja, du meinst eine Straße von jeder? Oh, 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 jetzt sind da aber... Bin ich aufgeregt. Auktion? So, was? Neues Gebot. Was muss ich machen? Wenn du A drückst, dann bist du der nächste Bietende, siehst du? Neues Gebot. Und wie lange geht das? Weiß ich nicht, ich sehe keine Zeit. Ein neues Gebot. Wahrscheinlich ist das Zufall oder so. Und wer sie dann hat, hat's. Ein neues Gebot. Neues Gebot. Kauf sie, wenn ruhig. Zum ersten. Zum zweiten. Verkauf. Ich dachte, du bietest nochmal höher. Ich hab wohl gesehen, dass du jetzt immer noch 10 Euro hast. Es gehört dir. Macht nichts, das überstehe ich, glaube ich, noch irgendwie. Du hast jetzt eine Straße da und die anderen beiden haben die anderen. Scheiße, ich kann mir noch nicht mal die Miete mehr von dir leisten. Ah, hier ist keine Miete. Man muss eine Hypothek aufnehmen. Ah, ich krieg 400, danke. Boah, schon nicht mal pleite. Jetzt kann ich wieder überleben. Wie gesagt, solange niemand auf die Parkstraße kommt, ist mir alles andere egal. Du bist auf Los gelandet. Zahltag. Jetzt kriegst du nochmal Geld? Ja, weil ich auf Los bin. Krieg ich doch 400. Achso, war das vorher schon, oder wie? Ja, ja, der hat mir schon vorher eingegeben. Wo stehe ich jetzt gerade? Da oben, bei der in Grün. Habe ich die gekauft vorhin? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah, du bist auf deiner Parkstraße. Oder? Nee, Quatsch, du bist auf der Schlossallee. Ich habe mich verzählt. Oh. Du kannst dich entspannen. Aber beruhig dich, du kannst doch auf meine Häuser kommen. Ja, die Parkstraße, die kaufe ich mir einfach im Notfall. Da habe ich ja dann immer noch die eine Pinke da. Wenn der Grüne er auf, kommt da, nee, er kommt da nicht wenn, drauf. Wenn der Grüne auf die Parkstraße kommen würde, dann würde ich mir keine Sorgen mehr machen. Ein Häuser kaufen kann man erst, wenn man alle drei Straßen hat. Ja, ne? Wenn du so ein Monopol hast. Naja. Du bist über Los gezogen. Ah, der kommt auf mein Haus, wie cool. So, 160, das ist ja nix. Ja, stell mal vor, ich hätte 4 Häuser auf der Schlossallee. Ich glaube, das könnte keiner mehr zahlen. Oh oh. Ich hoffe, das ist nicht ein schlimmes Ereignis. Renovierungskosten bestimmt. Haha. Ah, nee. Ey, wie fies ist das denn? Wieso lande ich die ganze Zeit im Gefängnis? Irgendein Verrückter da draußen? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hören könnte. Ich war mir erst nicht sicher, ob das draußen ist, im Spiel oder in meinem Kopf. Wahrscheinlich eine Mischung. Dann mal los. Was kommt denn jetzt? Mit wem willst du handeln? Gar nicht. Ich wollte, du kaufst wieder was. Ich wollte mal eben kurz gucken. Ja, so viel Unterschied ist das nicht. Ah, ich lass erstmal. Ich wollte nur gucken, wie hoch der Unterschied ist zwischen Hotel und Häusern. Oh, du kommst ja, nicht auf mir drauf. Ich komme auf mein... Ja, du besuchst mich im Gefängnis. Zeit für dein Gehalt. Nur zu Besuch. Only for visit. Ich brauche gleich eine 5, wenn ich aus dem Gefängnis raus bin. Das wäre genial. Die Musik ist ja lässig. Oh, der kommt auf deine Schlossallee. Oh, doch nicht. Nee. Ja, knapp daneben. Ich find's auch fies, dass die eine Steuer ist kurz vorlos und der andere ist direkt nach. Und sonst gibt's nirgendwo mehr Steuern. Ja, das stimmt. Oh, die Straßen wären auch nochmal interessant. Obwohl, eine davon hältst du, ne? Nee,
Die Chaussee? Was ach doch, ja, ich hab den Fall gerade. Ja, ich zahle die Kaution. Das Pasch kriege ich ja nie. 5, 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 5. Toll. Ich wette jetzt mal wieder 3 Pasch und dann bin ich schon wieder im Gefängnis. Ich fürchte, du musst bezahlen, um freizukommen. Wow, du bist auf dem Ereignisfeld gelandet. Pasch. Toll, Bahnhof gehört mir schon. Hätte ich ein bisschen woanders gebrauchen können. Komm, eine 3. Schon wieder im Gefängnis. Sag mal, kann ich das nicht langsam mal kaufen? Das ist doch echt nicht fair. Das wär's, das Gefängnis kaufen. Ja, ich wäre der treueste Kunde, glaub mal. Das ist nicht fair. Sieben. So, wo lande ich? Ich sehe immer nie, wo ich gerade bin. Oh, na, das geht ja. Ah, komm. Was muttert, Mut? Das heißt aus der Trinkgeldkasse, ne? Ja, komm. So. Ich glaube, ich habe bisher noch nichts Vergleichbares machen müssen. Ich glaube, ich habe einmal Miete gezahlt und das war's. Wo ist der? Wo ist der? Oh, das sieht interessant aus. Zeit für dein Gehalt. Hätte ich mal noch ein Hotel schon draufgebaut. Das tut weh. Du, aber es sind jedes Mal so um die 100. Das ja. Läppert sich so langsam. Der kriegt auch nicht mehr im Bahnhof, dann bin ich auch beruhigt. Dann wühlen wir mal in ach, der. Ach, der erhält Urlaubsgeld. Ja. Ich durfte Arztkosten zahlen. Du sitzt im Gefängnis. Ja, du bist. Komm, jetzt nochmal eine 5. Du kannst eine 5, eine 5, eine 5. Die Kaution bezahlen oder eine Dukat. Eine 5 ist dabei, aber das hilft mir auch nicht weiter. Eine 5 und eine 0 hättest du gebraucht. Ja, würfel mal eine 0 bei einem 6-seitigen Würfel, ey. Du bist auf dem Grundstück eines anderen Spielers gelandet. Es ist Zeit, den Vermieter zu bezahlen. So. Angriff auf die Parkstraße kommt gleich. Oh, oh, oh. Zeit für die Miete. Erstmal musst du Miete zahlen. Ah, 20 Euro. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Spieler 3 bisher die meisten Miete eingezahlt bekommen hat. Ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Was wird hier wohl passieren? Was willst du nur handeln? Also, ich will diese beiden Straßen. Und biete ihm... Vorhin habe ich 350 geboten, das hat er ja abgelehnt. Ich biete ihm mal 550. Ich glaube, das macht er. Nein, doch nicht. Entweder ist er nicht so schlau oder nicht so doof. Also das nächste Mal gehe ich auf 750 und dann war's das. Bei 7500 gebe ich sie dir. Oh, schade. Der ist im Gefängnis. Aber nur zu Besuch. Moment. Er will tauschen? Ja, er gibt mir die rote, die kriege ich. Und er und gibt mir die grüne. Und dafür soll ich ihm das Monopol geben? Die grüne bringt dir nichts, weil ich ja auch eine grüne. Ja, die rote bringt mir auch nichts, weil da hast du auch noch die andere. Ja. Also, ich will am liebsten vermeiden, dass anderer bis jetzt die Häuser bauen kann. Gerade Computer. Ja, ja. Also ich meine, gut, dir würde ich es auch nicht gönnen, aber es wäre blöde, wenn das Spiel vorbei ist und die beiden Computer kämpfen um die Vormacht. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt darauf hinarbeiten, dass die Computer zuerst ausscheiden. Und wir am Ende uns um den Rest streiten. 6. Wieder ins Gefängnis. Nee, ich komme auf meinen Bahnhof. Ach nee, ich habe falsch geguckt. Wer war denn das da oben gerade? Das war ich. Ich komme die ganze Zeit auf den falschen Bahnhof und niemand kommt bei mir drauf. Das ist unfair. Vor allen Dingen, wenn jemand den anderen Bahnhof kriegen würde, dann könnte ich mir den ja kaufen oder so. Das wäre nicht das Problem. 7? Wo bist du? Da oben. Oh, du kommst bei mir drauf, glaube ich. Nee, bei mir. Oh. Entspann dich. Das hätte ich eine 8 würfeln können. Als nächstes würfel ich eine 7. Dann bist du auf deiner Parkstraße. Oh, was ist das? Nee, eine 6 brauche ich als nächstes. Eine 7, der kommt da auf dieses Ereignis. Oder was war das? Gesellschaftsdings da? Wenn du auf dem Gemeinschaftsfeld landest, der kriegt schon. Die alle, die drauf kommen, kriegen was, ne? Und du musst es Steuern zahlen oder was ja, war das? Arztkosten, 50 Euro. Immer wieder eine Überraschung. Eine 8, wo ist er? Der hat ein Wasserwerk.
Nee, nee. Noch nicht. Boah. Scheiße, der hat ein Monopol. Ich hab ihm die gelbe gegeben. Tja. Jetzt haben wir... Warum der leichte Spieler? Das ist so unfair. Ja gut, der leichte Spieler hat natürlich jetzt erstmal einfach Glück. Ich muss eine 7 würfeln oder so. Ich will da dran vorbei. Ja, hast du auch eine 7. Ja, die 7 sagte ich so, weil ich die auf mein Feld will, da vorne. Dass ich genau die 7 treffe. Freu dich einfach daran. Ich krieg irgendwie immer, was ich will. Oder ich will keinen Pasch haben, ich krieg Pasch, ich kann das alles. Eine 6. Nein! Ich hätte eine 6. Aber du hast noch die Chance. Nee. Nein? Ach nee, du bist einen davor. Ereignisfeld. Das kann so oder so. Rücke vor bis zum nächsten Bahnhof, der gehört doch dir, ne? Du darfst das Doppelte zahlen. Zeit für dein Gehalt. Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt mehr als... Na toll. Danke, dass du für mich über losgegangen bist, sozusagen. Reise für dich aus. Ja. Parkstraße. Ach nee, der ist einer davor. Ach nee, der ist ganz woanders. Wo ist der? Da hinten. Das ist dein Grundstück. Freu dich einfach. Der darf jetzt keine 8 würfeln. Nee, eine 9 darf der nicht würfeln. Eine 6. Nein, nein! Der kommt... Ach nee, den Bahnhof gehört mir ja schon. Haha. Ehrlich, so langsam zahlt sich der Bahnhof aus. Mehr als ein. Aber ich bin immer noch so pleite. Wehe, der würfelt jetzt eine 2. Der ist doch normal, oder? Ja, ja. Eine 3. Der darf Steuern zahlen. Du hast schon die Angst gehabt, wo du die 1 gesehen hast, ne? Ja. 100 Euro Steuern. Was sind das für Steuern? Oh, jetzt baut er da nochmal einen Häusersatz drauf. Ich krieg die Krise. Braucht nur einer von uns mal draufkommen. Eine 4 hilft mir nicht. Bin ich auf meinen eigenen... Nee, bin ich aufs Ereignis... Nee, warte mal. Bin ich auf dem Parkstraße? Nee. Nein. Ereignisfeld. Das kann so oder so. Jetzt. Du erhältst 150. Ocken, ocken. Jetzt habe ich mehr Geld, aber der da oben, der... Oh, du kriegst die letzte Straße da oben. Du könntest mit dem gelben tauschen. Das liegt bei dir. Kauf oder Auktion. Aber ich glaube nicht, dass du dem gelben was anbieten kannst, was für ihn interessant ist. Der hat nichts, glaube ich, anderes. Der hat nur die gelben Straßen da oben. Ja, ich guck mal. Oh, ich bin gespannt. Lassen wir uns überraschen. Nee, der hat nur die gelben da oben. Ah, nee. So, warte mal eben. Der hat nur die gelben da oben und... Was kannst du dem anbieten? Der wird die Schlossallee wahrscheinlich nehmen, aber... Ich nehme einfach die und biete ihm... Wie viel hat er gezahlt? Kann man es erkennen? 300. 300 hat er gezahlt für die? Halt doch auf die Straße, dann siehst du es kurz. 120. Biete ich ihm jetzt einfach... Guck mal, ich habe ja eh die anderen beiden. Das kann er ja eigentlich nicht ablehnen. Ich biete ihm jetzt 250 und gut ist. Also ich würde es ablehnen. Ich hätte Angst vor deinen Hotels da. Oh, ja, das ist ein blöder Computer, ehrlich. Der hat nichts außer den gelben Straßen da hinten. Ich wette, jetzt kommen alle nacheinander bei dir da drauf. Du baust jetzt erstmal Fetthotel. Ja, das ist eine gute Position, eigentlich. Eigentlich nicht so sehr, weil die kommt zwar nach los, aber du bist sozusagen noch vor der Gefängnis. Wie mache ich das? Du gehst auf deine Dings da drauf und musst einmal anklicken. Und dann kannst du jetzt sagen, ob du darauf ein Haus kaufen willst oder ob du einen Satz kaufen willst. Dann Satz kaufst du direkt für alle drei. Hier sieht es ziemlich gut ausgebaut aus. Jetzt hast du ein Haus, noch ein Haus. Komm, hau doch voll ein Hotel drauf. Leisten kannst du es dir. Nee, das reicht erstmal. Halt mal kurz bei dir drauf. Bei der... Ja, 270 und da 300. Das ist ein teures Vergnügen. Miete oder wie? Ja, ja. Und jetzt zurück. Ja, zurück. Nächste Runde. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen sparen. Ich will ja die Parkstraße auch noch haben. Oh, die bekommt... Nee, der bekommt auf meinem Bahnhof, oder? Nee, auch nicht ganz. Der auf jeden Fall nicht auf die Parkstraße. Auf deins, auf seins. Dann wühlen wir mal in den Gemeinschaftskarten. Hm, er kriegt schon wieder Geld. Na gut, die 20, die seien gegönnt. Er darf gleich keine 4 würfeln. 7. Er kommt auf meinen Bahnhof. Du bist über losgezogen. Zeit für krieg ich wieder. Ah ne, ich krieg nur 100. Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt mehr als ein Verkehrsgrundstück. Das sieht nach einer kostspieligen Reise für dich aus. Ach nein. Was? Du bist über losgezogen. Ah ne, ich hab mich verzählt. Zeit für dein Gehalt. Dann wühlen wir mal in den Gemeinschaftskarten.
Hoffentlich würfelt der andere Computer keine 4. Das wäre nicht so schön. Mal sehen, was hier gleich passiert. Warte mal, ich will handeln mit dem... Mit mir brauchst du gar nicht handeln. Ja, das, dich würde ich schon vorher mal eben fragen. Das würde ich mir jetzt nicht sowas so... Ich will die haben da oben. Und ich biete ihm... Was kann ich ihm denn mal bieten? Mal wieso gucken, willst du auf, die da oben? Eine habe ich doch auch noch. Mal gucken, ob er auf Geld anspielt. Machen wir mal 400. Macht er nicht. Macht er wirklich nicht. Komischer Typ ist das. Der weiß ja ganz genau, dass ich noch eine habe. Und dass du damit nichts anfangen kannst. Ja, aber da ist ja noch eine frei. Also... Ja, gerade weil ich damit nichts anfangen kann, würde ich doch die 400 nehmen, am liebsten nur nicht. Er kann die ja auch noch kriegen und kann ja was damit anfangen. Ja, glaube ich nicht. Wenn du jetzt zwei Straßen hättest, dann wäre es was anderes. Franjo, mach hin. Und Pasch. Glückwunsch. Du kommst auf deine eigene Straße. Ein Pasch. Du darfst noch mal würfeln, du Glückspilz. Ich glück. Du kannst dich entspannen, das Grundstück. Tu mir mal einen Gefallen und würfel eine 3. Ich würfel eine 6. Eine 8. Eine 8. Da muss ich aber auch kräftig Miete zahlen, ne? Nee, bei Freiparken? Ach, ich dachte, ich wäre auf der Berliner Du, bei Freiparken zahlst du die größte Miete überhaupt. Kostenfrei. Wie ist das passiert? Ich habe das meiste Geld. Ich habe nur die 4 gesehen. Hast du eine Angst, ey? Jawohl! Ja, wie hast du so viel Geld gekriegt? Überlege ich auch gerade. Hast du nicht irgendwie... Ja, die sind jetzt zum Schluss alle auf meine Bahnhöfe auf einmal gekommen und jetzt hier schon wieder auf die Straße gekommen. Naja. Ja, die Bahnhöfe, das ist jetzt echt gut für dich. Jetzt wird's für dich gut. Oh, nee. Schade. Ich war gerade im Überlegen, ob was mehr gebracht hätte, die Straße oder... Oh. Der baut jetzt richtig aus, während wir da oben langkommen. Das wird teuer für uns. Pass mal auf, wenn ich die Parkstraße habe. Gott sei Dank. Da zahle ich gerne Miete jetzt, wo ich da drauf komme. Aber besser als auf deinen Häusern zu landen, echt. Du bist auf dem Grundstück. Oh, kannst gerne 10 Miete haben. Die gönne ich dir. Also ich gönne mir die Parkstraße. Du, komm da erstmal hin. Du musst diese Gelben da gleich überwinden. Oh, oh. Erstmal kriege ich jetzt eine schöne Karte. Opernplatz, wo ist der? Der ist ein vor ihm. Die rote ist das. Oder zwei. Oh, wenn das die Museumstraße gewesen wäre. Mensch. Musst du Miete bezahlen. Je wertvoller das Grundstück ist, desto höher ist auch die Miete. Ja, habe ich verstanden. Ich habe in den Opa reingewürfelt. Kommst du auf mein Feld? Jawohl! Auf dem Grundstück eines anderen, jetzt habe ich die Miete von gerade wieder raus. Miete bezahlen. Je wertvoller das Grundstück ist, desto höher ist. Ich habe genau 1800. 5. Du bist nicht dran, du. Aber ich brauche gleich eine 5. Ich beschwöre schon mal den Geist der 5 herauf. Jetzt kommen wir hin aufs Ereignisfeld, geh vor bis zur Parkstraße. Die Karte gibt's glaube ich gar nicht, oder? Nein. Es gibt nur Schlossallee oder los oder. Oh, du hast aber auch ein Pech, der ist genau da dran vorbei. Obwohl, rücke vor bis zur Parkstraße, Knoll. Zeit für die Miete. Siehst du, der kriegt schon wieder Miete. So, jetzt schön dran vorbei. Ach, da passiert mir erstmal eh nichts. 7 ist gut, da komme ich auf mein eigenes Feld. Also allmählich wird's ernst, ne? Merkt man wohl. Ja, vor allen Dingen, weil du Häuser hat. Er, der Einzige, der jetzt gerade ein bisschen ablust, ist der normale Gegner. 5. Hast du? Nein! Ist dabei. Aber auch nur ein weiter. Oh. Leute, das ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich auch noch 100 Tacken zahlen. Für nix. Pass auf, gleich bist du irgendwie nochmal aufs Haus gekommen, musst du Hypotheken und so alles zahlen, dann kommst du auf die Parkstraße und die kannst du dir nie leisten. Da, die hätte ich gebraucht. Für nix 100 Euro zahlen, ist ja fast wie besoffen in den Kopf zu gehen. Okay, jetzt hat der Grüne definitiv eine Verhandlungsbasis mit mir. Ich will diesen Platz haben. Der Grüne ist echt auf Zack. Warte mal. Kann er vergessen. Ich krieg die Grüne von dir niemals. Es sei denn, ich hab die Parkstraße. Ich merk gerade, ich hab die meisten Straßen im Spiel. Oder, naja, du hast überall was verteilt, ist der Vorteil. Ich hab 8 Straßen insgesamt. Der Grüne hat 6. Ne, 7. Der Gelbe hat nur 3, aber dafür alle... Ich hab da auch 7.
Ja, gut. 8 habe ich sogar. Ich habe 8, nee, Quatsch. 7. Ja, die Straßen allein gerechnet hast du. Ja. 5. Das Problem ist, ich will ihm da nicht ermöglichen, Häuser zu bauen, weil dann bin ich arm dran. Ah, sorry, Kollege, ich hätte sehr gerne den Bahnhof, aber so mache ich es nicht. Das wäre wirklich ein gutes Geschäft. Ich weiß, dass es ein gutes Geschäft ist, aber nicht so. Eine 6 kommt da irgendwo drauf. Auf dein, nee, frei parken. Er hat deine 100 Ocken gekriegt. Ja. Oh nein, ich bin da noch nicht dran vorbei. Und auf meine Häuser da unten kommt keiner. Ganz niedrige Zahl. Nein, nein, nein. Ja, 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 das ist gut. Da krieg ich sogar noch eine Straße da oben, die rote. Wenn du die Parkstraße kriegst, dann krieg ich die aber, ne? Kauf oder Auktion. Kommt drauf an, was du mir bietest. Und gleich eine schön hohe Zahl, damit ich an diesen Häusern da vorbeikomme. 150 Euro. Vor allen Dingen, der S4, der müsste jetzt irgendwo bei uns draufkommen, weil der hat nicht mehr so viel. Die hätte ich vorhin gebraucht, die 5. Du bist über losgezogen. Zeit für dein Gehalt. Wenn du auf eine 320? Wird es teuer. Ja, hallo, bei dir müsste ich 400 oder so zahlen, glaube ich, mittlerweile. Jedes Haus erhöht die zu bezahlende Miete. Ja, aber da kommt ja kein Mensch drauf. Du, ich habe gleich mein Startgehalt wieder. Oh, eine 7. Ah, der kommt auf sein eigenes Feld. Lass ihn so ein Schlossallee oder was. Wow, du bist auf dem wow, er muss mal was zahlen. Das macht ihm nichts viel aus. Wenn du auf dem Grundstück eines anderen wieder mal zahlt S4 an S3. Oh nein, jetzt baut er auch noch ein einziges Hotel. Der haut da echt richtig auf die Kacke. Ich darf keine 5 oder so würfeln. Mach eine 12 oder sowas irgendwie. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du ja, ihm das 10, ermöglicht, eine ne? 10, eine 10, eine 10. Hä? Du hast ihm doch irgendwann ich mal... Ich hab ihm eine zweite Straße. Die andere hat er sich irgendwie durch jemand anderen. Jeder schenkt dir 10 Euro, ja, klar. Komm, lieber. Ja, ich hatte ihm die zweite gegeben, die dritte, da ist er draufgekommen, dann hat er sich das verdient. Ich möchte einmal kurz was nachgucken. Das könnte spannend werden. Interessant. Ja, ja. Alter, 1200 musst du zahlen, wenn du da draufkommst. Dann wäre ich ja schon blank. Jein, du könntest dich nur irgendwie retten, aber... ich guck gerade mal. Was bedeutet nochmal Hypothek auf eine Straße aufnehmen? Man kriegt dann Geld, aber dann ist die sozusagen gesperrt erstmal. Ja, ne? Hier. Kann man nichts mehr bauen. Nee, du kriegst keine Miete mehr. Also, wenn du was drauf hast. Ja, und bauen kann man auch nicht. Nee, du müsstest hier, wenn du zum Beispiel drauf gehst, du könntest dann. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen Satz wieder verkaufen, irgendwo hier. Dann kriege ich schon mal Geld. Und das Letzte, was möglich wäre, wäre eine Hypothek. Aber das ist der Tod für dich, weil du kriegst gar keine Einnahmen mehr. Ja, außer man kann es irgendwann zurückzahlen, dann ist sie... Ja, aber das Problem ist, wenn du es überall hast, dann kriegst du keine Einnahmen mehr. Ich überleg gerade, was könnte ich dem Grünen geben, abgesehen von die hier, damit er mir... Mal gucken, ob er das macht. Warte mal, will ich nicht. Ich will mal handeln. Was wolltest du? Ich will gucken, ob er das macht. Hallo? Ich will auf den... Bitte zeigen Sie mit der Wii-Fernbedienung dahin, wo ich hin will. Danke. So, du kriegst von mir die hier. Dafür will ich die hier haben. Ich will die hier haben. Und ich hätte gerne noch die hier. Mal gucken. Aber er macht ein Angebot für 400. Er gibt mir die, aber ich muss 400 drauf zahlen. Das machst du ja wohl. Nee, dann hat er zu viel Geld. Dann baut er da oben direkt Hotels oder sowas hin. Ich will die auch noch haben. Oh, ich habe gar nicht auf S4 geachtet. Guck mal, wie pleite der schon ist. Wie konnte das denn passieren? Weil er sich die Hotels da oben gebaut hat. Ach, der war das. Ja, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Deswegen, überleg mal, wenn du jetzt da drauf kommst, zahlst du 1400, dann ist der wieder aus der Schneider. Dann baut er noch auf den anderen Hotels und gut ist. Ja. Jetzt würfel ich nur noch 5. Er macht nichts, du bist aber auf sicheren Feldern da bei dir. Bringt mir nichts, ich will die Parkstraße. Was ist in deinem Portfolio? Ich guck mal noch irgendwas. Ja komm, mach hin, Opa. Bin ich aufgeregt.
krieg gleich ein Herz, Kasper. Die einzigen freien Straßen sind nur noch die Parkstraße und das Wasserwerk, wenn ich das richtig sehe, oder? Alle anderen sind ja vorbei. Warte mal. Ich will Handeln machen. Und jetzt auf Handeln klicken müssen. Dann mal los. So, ich will nämlich die haben. Und biete ihm dafür... Eigentlich könnte ich das ja machen, ne? Ausgangslage wäre dann die gleiche. Dann hätte er hier zwei, du eine. Und ich hätte hier zwei und du eine. Ja. Das wäre eigentlich für ihn und für mich besser. Aber ich verlange dafür noch... Wie kann ich noch was... Geld fordern unten links. Sagen wir 300. Ach, er will nur tauschen. Nee, er bietet dir 40. Er bietet dir 40, das ist das Höchste, und die Tauschaktion. Also mehr als 40. Meistens habe ich gelernt, du kriegst dann nicht mehr als 60 oder so. Warte mal, Miete 18. Ja, ich meine, wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht mache. So was habe ich noch nie. Jetzt hat er eine bessere Ausgangslage und ich, weil wir jetzt beide je zwei Straßen haben. Wenn ich jedenfalls blockiere. Ja, aber es war ja vorher nicht anders. Vorher hatte jeder eine, jetzt hat jeder zwei. Oh scheiße, oh scheiße. Nee, der kommt aus Wasserwerk. Jetzt hättest du eine Verhandlungsbasis gehabt, jetzt hättest du mich mit deinem Dings jetzt was kriegen können. Deine Besitzrechtkarte. Er will tauschen. Nee. Der bietet dir einen Bahnhof und das Wasserwerk? Ja, aber dafür hat er dann hier wieder das Monopol. Das lasse ich ihm nicht. Ah. Das hätte so ein schönes Geschäft werden können. Weil das Problem ist, dass da oben, das gehört alles den Computern fast. Da haben wir fast nichts. Ja, der ist eh schon mal weg. Der kann doch nicht mal sich die Kaution leisten, um rauszukommen. Tja. Das bedeutet, wenn er nicht dreimal in drei Runden Pasch wirft, dann muss er sich irgendwo Miete zahlen. Nee, der muss seine Häuser wegmachen. Der hat ja kein anderes. Ja, hoffentlich. Da hat man schon... Parkstraße! Nein, doch nicht. Um eins. Scheiße. Wow, du bist auf dem Ereignisfeld gelandet. Du kriegst Geld und kriegst Geld und kriegst Geld. Ich hab Geld. Was wird hier wohl passieren? Ja, ich sag dir, was passieren wird. Ich möchte nämlich handeln. Und zwar mit... Jetzt komme ich schon wieder nicht auf seinen Dings, weil mein Cursor nicht funktioniert. So, ich möchte nämlich von ihm... Wo hat er den denn? Da, den Bahnhof möchte ich gerne einmal haben. Und ich möchte darüber hinaus noch... Wo hat er das? Mal gucken, ob er das macht. Obwohl, ich bin mir unsicher. Nur gleich beide roten Straßen. Ja, und zahl ihm nur 1000 und fertig. Dann wird sie ja den Bahnhof und die zwei Straßen verlangen. Der Handel wurde abgelehnt. Ja, der weiß das natürlich auch. Ne? Wenn du alle vier Bahnhöfe hast, dann stehen wir alle anderen ziemlich blöd da. Es geht. Ich krieg 200 jedes Mal, wenn ihr da drauf geht. Das ist mir jetzt nicht die Welt. Kriegst du auch jetzt schon, oder nicht? Nee, jetzt krieg ich nur 100. Nee, vorhin ein paar Mal ist jemand bei dir auf den Bahnhof gekommen und musste 200 Euro zahlen. Da hast du noch zu mir gesagt, danke, dass du für mich über losgegangen bist. Nee, das war, weil du die Karte hattest. Du musstest mir nicht doppelt zahlen. Oh, der will kein Geld, das ist das Problem. Dann kann ich nichts andrehen. Wieso willst du ihm denn mein Wasserwerk geben? Hä? Das Wasserwerk ist ja moralisch gesehen eigentlich für mich bestimmt. Ich wollte einfach einen guten Handel rausschlagen. Fertig ist, wo ist der? Ach, da bei dir. Das ist dein Grundstück. Ach, das bist du selber. Ich hab vergessen, was du würfelst. So, was darf er nicht würfeln? Wo ist er?
Der ist da oben. Und der würfelt eine 5. Das ist akzeptabel. Der kommt bei uns da. Nee, aufs Ereignisfeld. Dann wühlen wir mal in den Gemeinschaftskarten. Ja, jetzt erhält er wieder Geld. Ich bin noch gar nicht dran. So, wo bist du gerade? Ja, der würfelt jetzt erstmal seinen Pasch. Hat er nicht. Ach, du bist. Ja, das ist gut, weil wenn er seinen Pasch nicht hat, der hat nur die Straßen da oben. Dann muss er nämlich sein Hotel da verkaufen. Es ist noch keiner auf die Schlossallee gekommen. Doch, du einmal. Doch, einmal. Ja, ich glaube einmal. Du einmal und danach bist du direkt aufs Ereignisfeld und hast noch einmal. Das Grundstück gehört dir. Aber Miete? Nein, hast recht. 4, wo bist du da? Ach, da. Bahnhof. Nee. Du bist auf dem Grundstück. Sei froh, dass ich ihm die nicht gegeben hätte, weil dann hätte es jetzt echt... Zu bezahlen. Ja. Der hätte da dir sicher schon ein Hotel oder so drauf. Oder zumindest 3 Häuser oder so. Wobei, die werden ja auch immer teurer. Je höher die Straßen sind, desto teurer werden die ganzen Bau. Muss man eigentlich auch mehr Miete zahlen, wenn jemand Wasserwerk und Elektrizität hat? Ja, sobald du ein Monopol hast, musst du das Doppelte an Miete zahlen. Ey, Glückwunsch! Juhu! Und das geht doch nach Würfelaugen, oder nicht? Ja, das geht nach Würfelaugen. Wenn du zum Beispiel mit einem 6er-Dings drauf, dann musst du, glaube ich, jetzt 32-fach zahlen. Aber es ist nicht extrem viel. Ja. So. Ich hoffe, ich würfel noch nicht zu hohes, dann eine 6. Nein, aber ein Pasch will ich nicht. Weil ich will nicht so schnell bei ihm da oben an seine. Boah, hast du Glück gehabt, ey. Nein, ich Glück gehabt, ich darf 3 Felder zurück, ich darf Steuern zahlen. Und jetzt würfelst du das. Eine 3. Du kommst bei mir drauf. Eine 3 oder eine 4 oder eine 2. Eine 6. Ja. Aber kommst du auch auf meine? Nee, ich komme aus dem Gefängnis. Quatsch. Ich besuche unseren Kollegen. Ach, und hoffe, dass er gleich noch pleite geht. Wenn er nämlich dann gleich pleite geht, dann habe ich einen Vorteil. Boah. Eigenes Feld. Oder? Nee. Auf meins. Nee, doch eigentlich. Ah, doch. Du bist auf dem Ereignisfeld. Ah. Oh. Sei froh, dann bist du vor den Häusern da jetzt nochmal weg. Sei froh, ich war jetzt gerade am nächsten an der Parkstraße dran. Ja, aber guck mal, jetzt muss nur noch der andere da reinkommen, dann haben wir es eigentlich. Das war alle auf einem Haufen. Jetzt kann ich mich noch nicht freikaufen, ne? Nee, der fragt dich das gleich in der nächsten Runde. Was macht er da unten Schönes? 7. Damit kommt er auf deins. Kriegst du bist Geld. Aber losgezogen. Zeit für dein Gehalt. Juhu. 270, das war immer so schlecht. Das ist ordentlich. Jetzt macht er noch eine 2. Ah, ne, der ist kein. Er hat keinen Pasch. Ich komm gar nicht so. Ja, jetzt muss er die Miete nämlich zahlen. Jetzt hat er ein Problem. So ein Pech. Du hast es mit einem Pasch versucht. Jetzt ist es Zeit, die Strafe zu bezahlen. Und jetzt erbt er schon wieder 100. Ja, aber du siehst, er hat kein Hotel mehr da oben drauf, ne? Der hat's verkauft. Ach, stimmt. Ja, das hast du nicht gesehen. Ich komm gar nicht so schnell mit, was da alles geschieht. Ja, deswegen halte ich dich ja mit auf dem Laufenden. Ich kaufe ihm das Ding jetzt hier mal ab, ey. Das geht so gar nicht mehr. Ja, ich möchte schon. Geschäfte. Könnte interessant werden. Ja, glaube ich auch. Warte mal. Ich will mit dir handeln. Ach, geht das schon wieder los. Ach so, erstmal auf Handeln klicken. So, und jetzt will ich. Komisch, der Einzige, der noch nicht im Gefängnis war, hatte immer noch die Gefängnisfreikarte hier. Hm. Ich will den. Kannst du die dem auch abkaufen? Bahnhof? Ja, ne? Und. Wo soll ich mal was anderes machen? Ich könnte das ja mal versuchen. Ich will den und den und den. Ja, komm. Und den. Nimm alles. Nein. Mal gucken, ob er das macht. Du kriegst den, du kriegst den und du kriegst den. Das macht er auf jeden Fall. Du musst nur 260 soll ich drauflegen? Alter, bist du blöd? Du. Boah. Das mache ich sofort. 3 Bahnhöfe verschenkst du einfach so. Also, das hätte ich nicht gemacht. Nö, das ist mir das wert. Hallo, wenn ich auf den Bahnhof komme, muss ich vielleicht mal 200 oder so zahlen. Ja klar, Hotels kannst du da nicht bauen, aber trotzdem, 3 Bahnhöfe. Ja, dafür habe ich 4 Straßen bekommen, also mal ganz ehrlich. Und er kann da, wie gesagt, nichts bauen drauf.
Wenn du Häuser baust, steigt die Miete, die andere Spieler bezahlen müssen, wenn sie auf deinem Grundstück landen. Ah nein, wir haben nicht genug Häuser. Okay, warte mal. Ja, hier gibt es zu viele Häuser. Ah, stimmt. Stattdessen ein Hotel zu errichten. Stell dir nur vor, wie viel Miete du mit so vielen Zimmern einnehmen kannst. Hier sieht es ziemlich gut ausgebaut aus. Wieso kannst du denn jetzt trotzdem noch Häuser bauen? Ich dachte, weil ich die hier verkauft habe. Ich habe hier Häuser verkauft, beziehungsweise gegen ein Hotel ausgetauscht. Ach so. Deswegen, und jetzt kann ich leider nicht mehr. Okay, dann war es das erstmal. Dann setzen wir das Ganze zurück. Und nächste Runde. Mal gucken, ob da jemand noch drauf kommt. Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Du kannst am Anfang sah es schlecht für mich aus. Mittlerweile bin ich eigentlich gut zufrieden. Oder eine, du kommst aus dem Gefängnis. Du würfelst, du willst nicht die Kaution zahlen? Ich mach jetzt ein paar, schon gut ist. So ein guter Pasch, eine 5. Wie willst du mit einer 5 ein Pasch hinkriegen? Wie enttäuschend. Du bleibst hinter Gittern. Mal sehen, was hier gleich passiert. Guck mal, ich kann aus dem Geschäft heraus noch hier Business machen. Aus dem Geschäft? Gefängnis. Aus dem Gefängnis heraus kann ich noch Geschäfte machen. Nein, verdrückt. Moment. Was ist denn jetzt gerade? Du musst den Handel... Nee, du musst aussuchen, was du willst. Du hast mit dem Falschen gehandelt. Du handelst mit S4, aber dem Wasserwerk gehört hier S3. Ja, ich habe mich verdrückt. Jetzt muss ich nochmal machen. Was machst denn du, Franjo? So, ich will handeln. Was? Tauschen? Ich will das. Und biete... Sagen wir mal... Wie viel musste der dafür zahlen? 100, 200, denke ich mal, irgendwie so um den Dreh. Ich biete ihm 400. Nee, macht er nicht. Das ist der schlaue Computer, der macht solche Geldgeschäfte weniger. Bei den leichten, da kannst du irgendwann die Schmerzgrenze überschritten, der gibt dir alles für Geld. Ich dachte, der ist 4, wäre der... Nee. Mittlere. Oh, oh, der kommt auf seinen Elektrizitäts... Nee, doch. Versorgungswerke können teuer werden. Ja, siehst du, ist halt schön blöd gewesen, hätte er den verkauft. Oh, er bietet dir das Wasserwerk an, wenn du ihm die Lilane dafür gibst. Macht das nicht, Alter, dann hat er da unten wirklich Monopol. Ja, nein, das würde ich so auch nicht machen, aber das Wasserwerk will ich natürlich auf jeden Fall, früher oder später. Ich warte erstmal noch ab, ob der vielleicht... Warte mal, bis der irgendwie gleich bei uns da drauf kommt. So, je weniger Geld die haben, desto schneller machen die sowas. Ja. Oh, das gefällt mir, das gefällt mir. Miete mit Häusern, das tut weh. Jetzt musst du dir Häuser verkaufen, das ist gut. Frei parken! Nee, doch. Ach, da bist du. Ich gucke immer falsch. Frei parken. Gemeint ist genau das, was auf dem Spielbrett steht. Wie viel hast du bekommen? Dann mal los. 200, da war irgendjemand... So. Ich selber war auf Einkommensteuer. Hm. Ich möchte hier nochmal einen Satz kaufen. Hier sieht es ziemlich gut ausgebaut aus. Ich kann nicht mal mehr ein Haus kaufen. Wir hätten die Häuserdings höher machen sollen. Ich kann ja nichts kaufen. Du sitzt im Gefängnis. Jetzt kannst du würfeln oder Kaution. Ich zahle die Kaution nicht. Zu würfeln, die Kaution bezahlen, oder das war so knapp. Aus dem Gefängnis Freikarte spielen, falls du eine momentan bringt es mir doch nichts, draußen zu sein. Kann ich es ja versuchen. Bei den ganzen Häusern und Hotels und hast du nicht gesehen. Solange ich im Gefängnis bin, kann mir auch nichts passieren. Auf dem Gemeinschaftsfeld landest, oh, jetzt darf er krankenhausgewöhnt sein. Das Ergebnis kann gut oder schlecht sein. Auf jeden Fall ist es immer wieder eine Überraschung. Oh, der Gelbe hat... Nee, ich wollte schon sagen, der Gelbe hat aber Pech. Obwohl doch, der kommt aus Wasserwerk, oder? Ah, der muss momentan so viel Miete zahlen. Der hat gleich kein Geld mehr für seine Häuser. Wieso musst du denn jetzt nur 20 Euro zahlen? Jetzt muss ich aufpassen, ich darf nicht das Falsche. Verdammt! Ah, oh, wie viel muss ich ihm abdrücken?
Der hat da noch 4 Häuser stehen. Miete mit Häusern. Ach, boah, 975 Euro. Ach du Scheiße. Das war jetzt der höchste. Nee, Bankrott melde ich mich nicht, aber ich muss was verkaufen, definitiv. Wie viel kriege ich denn hier? Wieso kann ich meine Sätze hier nicht verkaufen? Wieso kann ich denn meine... Wahrscheinlich reicht das nicht. Nein, oder? Ich kann keine Sätze verkaufen, weil dann würde ich ja auf Häuser zurückgehen. Ach so. Das ist blöd gemacht, weil theoretisch könnte ich ja alles zurücksetzen. Tja, oh no. Ja. Du verkaufst also Gebäude. Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber... Wenn du die alle verkaufst, kannst du ihn gerade so auszahlen. Den will ich eigentlich behalten. Kann ich hier nochmal einen Satz verkaufen? Tja. Du verkaufst also, du hast hochgepokert, aber das jetzt im Moment... Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber ich bin mir sicher, du weißt, was du tust. Du kriegst nur 25 Euro für eine. Der Verkauf von Häusern und Hotels bringt dir nicht wirklich viel Geld ein. Toll. Kannst du nicht mal eben ein Haus verkaufen? Nee. Die paar, die ich habe doch nur die 6. Der Verkauf von Häusern und Hotels bringt dir nicht wirklich viel Geld ein. Wie viel muss ich denn jetzt 975. Eigentlich? 975. 40 brauchst du noch. Ich muss noch ein Haus verkaufen, ey. Du verkaufst Gebäude? Für eine schnelle Finanzspritze? Nun, ich nehme an, du weißt, warum du das tust. Wie kann ich ihm das denn jetzt geben? KP. Ja, bezahlen, steht doch da. Unten links, bezahlen, wo vorher Bankrott... bezahlen, okay. So, jetzt hast du... Ich hatte nämlich Angst, auf Bankrott zu gehen. Ja, ja, weißt du, was er jetzt tut? Der kauft sich jetzt die schönen Häuser. Tja. Jetzt hat der Doofe... Jetzt kannst du würfeln, weil entweder kriegst du einen Pasch oder du musst eh die Kaution bezahlen. Ja, jetzt, wo ich da oben kein Haus mehr habe, ne, jetzt kommst du da drauf. Ach, ich muss die Kaution zahlen. Jetzt musst du die Kaution zahlen. Ich dachte, man kommt automatisch. Nee. Nach dreimal musst du die Kaution zahlen. So. Und schön auf das natürlich, wo ich das. Ah, nee, doch nicht. Toll, 80, das ist ja nix. Auf frei parken hätte ich auch nichts bekommen. So ein Pech. Du hast es mit einem Pasch versucht. Jetzt ist es Zeit, die Strafe. Der Papa kommt gar nicht mehr mit der Realität hinterher. Nee, der ist schon ausgesetzt. Aktuell steht hier keiner in der Nähe unten, ne? Ich hab überlegt, ob ich hier noch einen Satz kaufe. Ganz ehrlich, tust du, nimmst da oben den gelben Grad und nicht die Häuser weg. Wenn du Häuser baust, steigt die... Ich würde auch sofort wieder Häuser bauen, wenn ich könnte, weil der baut sich gleich ein Haus und dann baut er sich Hotels. Da oben drauf, mit 10.000 locker. Ja, komm hier, die 150 kann ich jetzt auch nochmal. Ja, jetzt können sie aber alle Hotels Häuser bauen, weil du hast die Häuser, du hast jetzt 12 Häuser weggenommen. Wie viel Miete du mit so vielen Zimmern einnehmen kannst. Egal. Mir geht's nur um mein Geld. Ja, ich merke schon. Und wetten, ich lande da gleich drauf, dann bin ich nämlich bankrott. Ja, du hast die Kamikaze-Taktik gewählt. Ich sag doch, ganz oder gar nicht. So war dein Credo am Anfang. Du hast einen Pasch gewürfelt und bekommst einen weiteren Wurf. Für 80, ey. Hätte ich... Ja, du kommst langsam wieder ran. Ja, aber jetzt, wo da nichts drauf ist fast, ne? Ah, ist vorbei. Ah, ne, der geht ins Gefängnis. Das ist gut. Ich wollte schon sagen, wenn er nämlich jetzt auf den gelben kommt, dann haben wir ein Problem. Du sitzt im Gefängnis. Ich hoffe, du kommst bald wieder raus. Und du hast auch keine Kohle, sonst würde ich dir was verkaufen. Ich habe jetzt keine Kohle mehr. Ich wette, der baut dann nicht alles jetzt Hotels aus da oben. Ne, der kommt ins Gefängnis, das ist schon mal gut. Du hast einen Pasch gewürfelt und bekommst... Jetzt haben wir zwei im Gefängnis. Gehe direkt in das Gefängnis, gehe nicht über los. Deswegen habe ich gesagt, deine Straßen da unten, die sind gar nicht so gut, weil wenn du so oft ums Gefängnis gehst nachher, siehst du, voll die Hotels das gebaut. Das müsste eigentlich logischerweise verboten sein, aus dem Gefängnis heraus Geschäfte zu machen. Und jetzt kommen wir auch noch auf den Hauptbahnhof, ey. Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt mehr als ein... das ist doch unfair. Den hast du ihm vorhin... Ja, ich weiß. Ich krieg die Krise. Siehste, 200 Euro, sag ich doch. Ja. Aber der hat jetzt alle 4, ne? Weil er jetzt alle 4 hat.
verkauf du doch jetzt dein Hotel. Du verkaufst ja. Also Gebäude. Das bringt dir nicht besonders viel Profit. Wie viele Gebäude gibt es jetzt insgesamt noch? Was du tust. Du verkaufst also Gebäude. Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber ich bin mir sicher, du weißt, was du tust. Ja, ich zahle irgendwie noch meine Miete, die ich habe. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich würfel gleich eine 2. Dann verlange ich von dir 1000 Euro für die Parkstraße. Ah, oh, das ist schon mal gut. Kommst aufs Ereignisfeld, ne? Ja. Drücke vor bis aufs Los. Das kann so Seestraße. Hast du die nicht? Nee, wenn der Grüne. Du bist über Los gezogen. Ich weiß aber nicht, ob das deine eigene ist. Ja, du hast die Seestraße selber. Ah, oh, sehr gut. Das ist dein. Ja, das Einzige, du bist wieder bei meinen Straßen. Ja, ich will auf die Parkstraße. Mensch. Ach, der hat ja eine Gefängnisfreikarte. Wusste ich ja noch gar nicht. Ah, oh, das sind seine eigenen, das ist natürlich gesichert. Das ist dein Grundstück. So, zahlt er die Kaution? Ich fürchte, du musst bezahlen, um freizukommen. Guck mal, jetzt haben wir alle ziemlich wenig Geld, ne? Ich habe sogar den zweiten. Komisch, da kommen sie jetzt alle drauf und kriege ich so wenig Miete. Schnell verdientes Geld. Ja, jetzt wo die ganzen Häuser weg sind. Wehe, das ist ein scheiß Ereignis. Ist es. Zeit für dein Gehalt. Wir mal in den 40 pro Haus und... Oh. Ja, wie viel muss ich zahlen, ne? Das ist bitter. Oh, ist das, das kann ich niemals zahlen. Ich habe viel zu viele Häuser. Auf 400? Ich hätte jetzt irgendwas mit 800 geschätzt, oh. Spontan. Du verkaufst also Gebäude. Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber ich bin mir sicher, du weißt, was du tust. Du verkaufst also Gebäude. Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber ich bin mir sicher, du weißt, was du tust. Ist mir... Also Gebäude. Was labert der denn jetzt gerade? Tja. Mir sicher, du weißt, was du tust. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Passiert. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Bringt mir nichts, ich wollte eine Hypothek aufnehmen, krieg ich läppische 30. Das also, guck mal, du hast doch da oben noch die grüne Straße. Für 100 kaufe ich dir die ab. Für 100? Ja. Ne, vergiss es. Ich hoffe ja mal, jetzt kommen ja einige auf meine roten da oben. Ich weiß gerade gar nicht, wo Ereignisfeld. Du kriegst 200 Euro. Für das Nein, 400 Euro. Aber du bist schon wieder an die Parkstraße vorbei. Mein Gott. Aber muss mal so sehen, ne? Die hat ja noch keiner. Also, da ist noch keiner raufgekommen. Ja, ja. Nach so vielen Runden. Losgelandet. Zahltag. Ja, komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Aber die Parkstraße ist, glaube ich, sogar statistisch gesehen diejenige, wo man noch weniger draufkommt als die Schlossallee. Das ist auch so, meine ich auch. Parkstraße kommen die wenigsten drauf. Erst hat immer jemand die Schlossallee und dann geht es darum so, wer kriegt die Parkstraße? Komm, mach eine 3 oder so. 9, das ist seine eigene Felder, das hilft mir nicht. Auf meine roten da unten mit den Hotels ist auch noch keiner gekommen. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist im Ja, jetzt hat er 3 Hotels da oben. Oh, ich krieg die Krise. Vorbei! Wie vorbei? Nee, eigenes, oder? Fragezeichen? Oh, ich wollte schon ein Ereignis bevor. Was? Vielleicht darfst du auf Los vorrücken oder du wanderst ins Gefängnis. Vielleicht musst du aber auch etwas bezahlen. Hä? Oder erhältst sogar eine Überraschung. Zahle dem Eigentümer dein Würfelergebnis mal 10.000. Kann doch nicht sein. Hä? Was ist das denn? 77.000? Du musst die Rechnung bezahlen. Ach, Cent. Ja. Ging's da um Cent oder wie? Hey, also, irgendwie. Aber selbst die 70 kriegen nicht zusammen. Aber das passt ja auch nicht. Was wird hier wohl passieren? 70 Vielleicht sind das Euro Millionen ja, oder so? Wären ja 7.000 Cent. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen mit musst, Zinsen, bevor du ja. wieder Miete verdienst. Ja, einmalige Zinsen sind das. Siehst du, wie du jetzt richtig am Arsch bist? Ich merk das doch gerade. Schon seit ein paar Runden jetzt geht's richtig für dich. Na unten. Oh, so für 1000 kriegst du meine grüne. 200 gebe ich dir dafür, mehr nicht. Nee, 1000 will ich haben. Noch bin ich nicht so bankrott, dass ich jetzt hier mich schämen muss. Du musst nur einmal auf irgendeine Straße mit dem Hotel kommen, dann war es das endlich. Ja, aber jetzt bin ich an den Hotels ja so gut wie vorbei. Oh, oh. Oh, ich muss mir selber 240 Euro zahlen.
240, spinnst du? Du musst wesentlich mehr mittlerweile. 420 oder so. Für mein. Ja, das du war hast Hotels. Den Häusern, ne? Du hattest da vorher noch zwei Dings oder so. Ah, ist vorbei, der ist bankrott. Ach nee, doch nicht. Entspann dich, das Grundstück. Der bietet mir was. Nee, der bietet dir was. Der an. Bietet. Der will deine. Der will dir das Wasser weg wiedergeben für die da das unten. Das hat er doch schon mal versucht, ne? Ja, ja. Würde ich nicht machen. Nee. Weil der baut da unten direkt Hotels. Erstens das und zweitens schiele ich nur auf die Parkstraße. Erstmal. Wenn der die irgendwann kriegt, dann tausche ich. Ein gutes Geschäft gewesen. Also ich will ja immer noch, dass ja, wir beide so als Letzte wenig übrig wie jetzt. Bleiben. Das sieht bei mir schon schlecht aus gerade. Oh, nein. Oh. Na, jetzt hat er wenigstens die Parkstraße. Ich wette, der tauscht mit dir. Ja, das mache ich auch. Nee, der will die Schlossallee, wette ich mit dir. Nee, ich gebe ihm. Ich will die Parkstraße für meine Pinke da unten. Das biete ich ihm, glaube ich, gleich an. Plus 200. Jetzt kommt noch einer auf die Parkstraße. Ah, Mist, das könnte seine Entscheidung gleich trüben. Weil jetzt weiß er, ah, guck, kann man Geld mit einnehmen. Ah, ich habe aber auch ein. Guck mal, es hat über eine Stunde gedauert, bis jemand die Parkstraße hatte. Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan? Kann man auch... Ich habe doch gar nicht mehr so viele Häuser. Zahle ich 100? Kannst du jetzt auch Straßen nicht einfach verkaufen? Ja, aber an wen? Kann man nicht Auktionen machen? Weil dann könnte ich ja auch hochbieten und dann können wir ja hoffen, dass einer noch höher geht. Nein, das Problem ist, ich muss jetzt erstmal das Geld zahlen, sonst bin ich bankrott, sonst geht alles an die Bank zurück. Hm. So, was würdest du mir für die beiden hier bieten? 50 Euro. Vergiss es. Wie viel muss denn insgesamt jetzt auftreiben? Das weiß ich nicht mehr, ich glaube irgendwie ich 100 waren das. 100 nur? Ja. Dann zahle ich dir 100 für die beiden da unten. Nee, 300, dann kriegst du sie. Die biete ich sonst ihm an. Ich biete ja, dann ihm biete, ihn, ja, biete ihm die erstmal an, mal gucken, was er sagt. Wenn er ablehnt, dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen höher. Also mit meinem ursprünglichen Angebot. Ich meine, kein normaler Mensch würde die jetzt... Ich mache mal 400. Macht er nicht. Glaube ich nicht. Ah, hat er gemacht. Ah, hat er Mitleid gehabt. Vor allen Dingen, jetzt hat er kein Geld. Das wollte ich zwingen. Das heißt, er kann sich die gar nicht zurückholen. Ja, wenn der jetzt auf meine Hotels kommen würde... Das wäre dann schon mal ordentlich. Ja, dann ist der pleite. Ja, hoffentlich. Und weißt du, was ich unfair finde? Wenn er pleite geht, kriegst du all seine Besitztümer. Das heißt, all seine Straßen. Ja. Und dann halt bist du, wenn du einen aufkaufst, dann bist du... Hat der nicht die Parkstraße? Ja, ne? Ja, der hat die doch. Von dem wir reden. Wo stehe ich denn? S3 hat meine Parkstraße, ne? Beziehungsweise seine Parkstraße, aber... Welch angenehme Bebauung. Diese Häuser sehen großartig. Boah, jetzt baust du schon wieder Häuser, obwohl du gerade ein paar Mal knapp am Bankrott vorbeigeschlittert bist. Ich hoffe doch, dass da jetzt jemand draufkommt wie du oder so. Du brauchst doch nur eine 10 oder so. Du machst eine 4, ist auch gut. Du bist auf deine eigenen... Du hast aber auch mal Glück, dass du da irgendwie auf die sicheren nur Felder zu kommst. Kann das sein? Lassen wir uns überraschen. Und was ich immer noch erstaunlich finde, der Gelbe hat nichts außer seinen Hotels da oben und überlebt noch. So, ich will die Parkstraße und biete... Der wird das nicht für Geld los, glaub mal. Guck mal, woran hat er noch Interesse? Eigentlich will er ja nur das haben, ne? Nee, ich wette, wenn du ihm das E-Werk und die Straße gibst, dann würde der das tun. Aber dann hättest dann hättest du selber nur noch nämlich den Grün, die Schlossallee und die unten. Versuch's einfach mal mit Geld. Wie viel hat der für die Parkstraße bezahlt? Was zahlst du? Ich glaube 300? Ja, oder für die Schlossallee 400, glaube ich. Ich glaube, bei Schlossallee war er mal 500, wird er... Okay, er ist bei Geldknappheit. Er könnte es, glaube ich, machen. Nee, macht er nicht. Das ist ihm das Geld zu schade. Da warten wir noch mal ein bisschen ab. Wo ist er denn gerade? Da unten? Oh, oh. Du bist losgezogen. Ach nee, ist sein eigenes. Zeit für dein Gehalt. Ja, er wusste... Jetzt hat er jetzt nicht... Die Grundstücke hat er die Hypothek rausgenommen. Das ist schon mal okay. Hoffentlich kommt er gleich auf einen meiner Hotels.
Nee, der kommt auf den Bahnhof. Das heißt, ja, Pech, jetzt kriegt er wieder Kohle hier. Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt schon wieder. S4 zahlt immer an S3. So, jetzt eine ganz hohe Zahl, bitte. Eine ganz hohe Zahl. Ja, ist mir egal. Und wenn ich bei dir Miete zahlen würde, ist mir egal. Ich will nur weg von den Hotels da. Ich wollte eigentlich auf deine... Sei doch froh, du bist auf deiner Straße, nichts ist passiert. Und erstmal sind Häuser fern, ich weiß. Du kommst genau dazwischen. Du hast schon wieder genau das Glück, dass dazwischen... Ja, pass mal auf, jetzt steht auch irgendwas mit Renovierung oder so. Dann wühlen wir mal in den Gemeinschafts- Schulgeld? Ich hab doch gar keine Belger, die auf der Schule... Ich musste da gerade 400 nochmal zahlen und dann Steuern und Hypothek und was weiß ich nicht. Zweimal, ne? Für Renovierung. Und du musstest da jetzt 50 Ocken zahlen. Guck mal, ich hab doppelt so viel Geld wie ihr alle zusammen. Ja, fast. Jetzt muss er blechen. Jetzt muss er blechen. Ich wette, das kann er nicht zahlen. Was muss er zahlen? 600. Was kann der denn? Was hat er denn jetzt gemacht so schnell? Ja, er hat die Parkstraße hat er eine Hypothek drauf. Das Wasserwerk hat er eine Hypothek drauf. Ach, stimmt. Und, ja, keine Ahnung, ich denke, das reicht schon, weil die Parkstraße bringt extrem viel. Ich biete dem gleich. Guck mal, und jetzt kriegt der Gelbe geht gleich pleite bei irgendjemand, wette ich mit euch. Hoffentlich. Ich will, dass wir beide zuletzt übrig bleiben und dann ist alles andere egal. Noch ein Pasch, der kommt aber nicht bei mir, oder? Ja, doch, aber das kann er sich noch leisten. 90, das ist nichts. Der musste jetzt nur wieder ein Hotel verkaufen, also. Wenn der jetzt noch ein Pasch macht... Ah, schade. Nee, aber der geht ins Gefängnis. Oh. Du sitzt im Gefängnis. Ja, aber das ist schade, weil er müsste eigentlich Miete zahlen. Im Gefängnis bist du sicher. Wenn überall Hotels sind, dann bleibst du am besten im Gefängnis, weil du kriegst ja hier komischerweise noch deine Miete. Ja. Oh, jetzt komme ich auf seine Bahnhöfe, ne? Wenn ich es einmal verkauft habe. Ich hab dir gesagt, 3 Bahnhöfe an ihn abzugeben. Das war ein Fehler, glaube ich. Nee, der Fehler war, dass ich vorhin auf das Hotel gekommen bin. Das hat mich in Ruhe getrieben. Der Fehler war, dass man nicht 3 Bahnhöfe abgibt. Man muss ja dann gucken, dass man den 4. kriegt und nicht 3 abgibt. Ich nehme da oben erstmal eine Hypothek auf. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit zurückzahlen. Guck mal, ich bin der einzige von uns, der noch nie irgendeine Hypothek aufnehmen musste oder irgendwas verkaufen. Aber ich mit meiner großen Fresse muss das wahrscheinlich jetzt. Pass mal auf. Wo bin ich überhaupt gerade? Wo lande ich jetzt? Bei mir, das ist nicht viel, das sind 80 oder so. Miete mit 90, das zahlst du aus der Portokasse. Ja, noch. Sei froh, da vorne musst du 900 noch was zahlen, das ist zehnfacher. Ich habe dem einen doch 500 für die Parkstraße geboten, hat er abgelehnt. Jetzt versuche ich es mal nochmal. Mal gucken, ob er es jetzt macht. Glaube ich nicht, weil jetzt, er hat aber Kohle, er kann sich die Parkstraße gleich wieder zurückholen. Ach, wieso hat er denn jetzt auch... Ja, weil wir auf seine Sachen gekommen sind gerade. Ich bin doch auf seinen Dings gekommen. Ja, ich versuch's einfach nochmal. Er kann ja ablehnen. Nee, macht er nicht. Schade. Weil jetzt hat er wieder Geld. Versuch ich's nächste Runde nochmal. Auf meine Hotels da unten ist bisher ja auch erst einmal einer gekommen. Ah, jetzt kriegst du wenigstens Miete. Wenn du auf dem Grundstück eines 10 Euro landest, musst du Miete bezahlen. Je wertvoller das Grundstück ist, desto höher ist das. Was hat er jetzt verkauft? Ach, der hat die Parkstraße ausgelöst. Oh. Das ist gut, der kommt bei mir drauf. Noch ein Pasch. Du bist wirklich der Inbegriff eines Würfels. Das Einzige, was nicht sein darf, der darf jetzt nicht auf die gelben Straßen kommen. Das tut weh. Dann ist er doch weg vom Fenster. Ja, ich glaube ja. Ja, ist doch gut. Nee, dann kriegt der Gelbe nicht all seine Besitz. Der ist vorbei, der kommt bei mir drauf. Bei mir? Nee, der kommt ins Gefängnis. S3, du warst ins Gefängnis. Oh, der baut da hinten Häuser, der ist mutig momentan. Der bietet hier das Wasserwerk. Ich mach das nicht. Nee, würde ich auch nicht. Weil diese Straßen da, diese lilanen, die orangen vorbei. Und die roten, das sind so richtige. Wenn du die hast, die sind gut, weil die da Pinke kommst du aus dem Gefängnis. Ja, die Pinke behalte ich. Wo ist der Gelbe denn? Wie enttäuschend. Der hat keinen Pasch. Komm, eine 5. Sind die beide im Gefängnis? Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Ach, der eine vorhin da oben über das Feld. Nee, ich muss jetzt schon wieder irgendwie Hypotheken zahlen oder was.
Wenn du auf dem Gemeinschaftsfeld landest, musst du eine Karte ziehen. Die kannst du auch verkaufen. Gut oder schlecht. Ich weiß. Auf jeden tue ich Fall auch jetzt. Ist es immer wieder eine Überraschung. Ich wette, 200 kannst du anbieten. Ja, aber was soll ich? Die haben doch nichts. Ja, okay, dann machen die, dann brauchst du auch nicht versuchen, dann machen die es auch nicht. Oder glaubst du, sie lösen jetzt irgendein Hotel ein, um eine Gefängnisfreikarte zu kriegen? Warte mal, ich könnte ja mal was versuchen. Handeln wir mal mit, wer ist denn das? Dem Grünen? Weil der Gelbe hat ja nichts, aber der Grüne... Achso, ich muss schon anbieten. Du kannst direkt immer auf deren Straßen klicken. Ich gebe dir die, wenn du mir die gibst. Wow, hat er nicht gemacht. Okay. Du wolltest sein Wasserwerk. Ich wollte sein Wasserwerk, dafür hätte er die Gefängnisfreikarte bekommen. Da ist eine Hypothek drauf, der kriegt eh keine Miete. Also. Aber wieso willst du das Wasserwerk? Das will ich. Ja, dann hätte ich eine Verhandlungsbasis für dich. Kohle habe ich nicht mehr. Und so viel Kohle habe ich auch nicht mehr. So. Mal gucken, was mir das jetzt so bringt. Ich bin da oben. Ich darf nicht auf die... Ja gut, das... Ich kann jetzt so schnell nicht ausrechnen, wo ich lande, aber... Bahnhof, glaube ich. Oder Ereignisfeld? Du kannst dich entspannen. Oh, ein Ereignis. Stück ist in deinem Portfolio. Warte mal, jetzt hat er keine Knete mehr. Jetzt versuche ich es noch einmal. Bin nicht aufgeregt. Aber ich glaube, der nimmt lieber auf der Parkstraße nochmal eine Hypothek auf, als sie dir zu geben. Dritter Versuch. Aller guten Dinge sind drei. Komm. Du bist auch der Einzige mit Kohle, weißt du das eigentlich? Ach. Alle anderen sind hier an einem Existenzminimum, ja. Und du hast Kohle. Ich bin auch derjenige, der am vernünftigsten gespielt hat bisher. Ich habe nie groß gezockt oder so. Ihr baut da die Häuser und Hotels und hast du nicht gesehen. Ich bin eher etwas zurückhaltend. Ich möchte auch ins Gefängnis. Pech gehabt. Sonst will da keiner rein. Jetzt wünschen wir ja. Alle, dass sie da reinkommen. Pech gehabt. Ne 9 oder so. Wenn jetzt auf meine kommst, ist vorbei. Nee. Ich hab so ein Pech jedes Mal. Vielleicht können wir uns ja irgendwie einigen. Miete mit Hotel. Das wird teuer. 600, das kriege ich noch hin. Also du kannst mir auf jeden Fall mal dein Wasserwerk schenken. Ich habe das Wasserwerk nicht, das hat er. Hä? Ich habe das doch nicht von ihm bekommen. Ach, ich dachte mal... Ah, okay. Hab schon den Durchblick verloren. Ich mache mit dir einen Deal. Gucken, ob du was machst. What? 800 für die hier. Du musst natürlich bedenken, 600 kriegst du automatisch zurück. Also eigentlich nur 200. Moment, ich zahle dir 800? 800, du kriegst aber 600 ja wieder zurück, weil die kriegst du ja an Mieter. So dass ich sozusagen im Endeffekt für 200 kriegst du die hier. Dann hast du da oben Monopol. Ja, das mache ich. Dann mache ich die... Dann will ich von dir... Du kannst direkt auf die Straße klicken. Ja, nützt ja nichts. Das ist ja meine. Ich muss erstmal funneln. Ich muss erstmal auf dich. Jetzt kriegst du die und ich fordere 800 waren das. Yippie. Dann mal los. Jetzt kriege ich noch 600, oder wie? Ja, die muss ich ja hier bezahlen. Das ist ja die Miete. Ich schulde ja noch 600. Lassen wir uns überraschen. Ja, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Guck mal, jetzt baust du schon wieder. Und gleich hast du wieder die Kacke am Dampfen. Wo stehe ich gerade? Ah, da. Da oben. Du kannst jetzt direkt auch los. War doch nicht. Du musst deine Einkommensteuer zahlen. Ja, ist ja plus minus dann. Kommt und geht. Um die Steuer kommst du leider nicht herum. Warte. Du kannst deine Häuser da bauen bei deiner Grün. Ja.
Ja, oder ich sag nur, du kannst wenigstens die Hypothek auflösen, da. Ach, ich hab die über Hypothek mit übernommen. Ja, die Hypothek übernimmst du mal mit. Was muss ich jetzt zahlen? Aufklicken. Da siehst du 165, um die auszulösen. Boah, Einsatzhäuser kostet 600. Nee, das ist viel Spaß. Da warte ich erstmal noch. Ah, stehe ich ja so da wie ihr. So viel ist das auch nicht, was ich habe, ne? Wenn ich einmal da oben auf die beiden Gelben komme, ist ja. Ja, ich bin einmal auf die Gelben gekommen, das war's ja, für mich. Dann war's das für mich ja auch fast direkt. Das Gute ist, dass ich ja dann auch noch viele Hypotheken aufnehmen kann, Häuser verkaufen. Jawohl, der kommt bei mir drauf. Gut gemacht. Ja. 550 nehme ich sofort, danke. Je nach Grundstück sind der hat nicht alle seine Häuser jetzt da oben fast verkauft. Das erhöht die zu bezahlende Miete. Eine 6 kann ich mir gerade noch so leiten. Ah, jetzt kriegt der Grüne wieder Kohle. Wieso bin ich der Einzige, der jetzt auf die Bahnhöfe kommt, ne? Wieso werde ich jetzt so bestraft? Ja, das ist blöd. Das kostspieligen Reise für dich aus. Eine der wichtigsten Regeln bei Monopoly, behaltet eure Bahnhöfe. Merke ich mir für die nächste Runde. Welche angenehme Bebauung. Diese Häuser sehen großartig aus. Jetzt hast du da oben wieder auf Pump gebaut, weil du meinst, da kommt jemand drauf und dann... Ja, warte mal ab. So, wo komme ich denn jetzt drauf? Auf die Pinken da, ne? Ja, ich meine schon. Ich habe nicht geguckt aufs E-Werk sogar. Nee. Zeit für die Miete. Damit machst du ihn jetzt wieder reich. 10 Euro. Mann. Ich fürchte, du musst bezahlen, um freizukommen. Ja, das kann er sich auch nur leisten, weil er sich bei mir... Na 8, er kommt bei mir schon wieder drauf. Ich kriege wieder 500 Euro. Ja, siehste, jetzt geht's ja langsam. Hätte ich mal da jetzt noch mal einen Satz gekauft. Das tut weh. Was hat er jetzt gemacht? Ich guck grad mal. Parkstraße hat er sich die Dings drauf gemacht. Da, der hat keine Straße mehr. Doch, die Bahnhöfe hat er noch. Aber ansonsten hat er nichts mehr, wo er... Der kommt auf sein eigenes Feld. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Keine 11 oder so. Oh, von einem Bahnhof zum nächsten, ey. Aber bin ich wenigstens an seinen Häusern da vorbei. Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt mehr als ein Verkehrsgrundstück. Das sieht nach einer kostspieligen Reise für dich aus. Ich dachte schon, der wollte gar nichts mehr machen. Was wollte ich denn mal machen? Nee, ist mir zu teuer. Ansonsten habe ich nichts. Dann gehe ich mal erstmal auf zurück. Ihr kommt nochmal wieder. Freiparken. Nee, jetzt muss ich wieder. Wofür muss ich denn jetzt blechen? Weiß ich nicht. 400. 600. Hätte ich mal doch jetzt gerade mal eben da Häuser gebaut nochmal. Siehst du, ich hab dich vorhin gerettet. Wenn ich dich hätte pleite lassen gehen, dann... Pleite nicht, aber ich hätte da nichts mehr machen lassen können. Ja, aber es hat mir ja geholfen. Wer ist das? Pasch, Grün? Du hast einen Pasch gewürfelt und bekommst einen weiteren Wurf. Du sitzt und fährst. Ich hoffe, du kommst bald wieder raus. Der geht mit einem Pasch ins Gefängnis, auch nicht schlecht. Guck mal, jetzt hast du auf einmal wieder so viel Geld. Woher hat er denn jetzt so viel Geld? Der hat sich alles wieder freigekauft irgendwie. Ach, der kommt auf deine Parkstraße. Ach ne, ist ja nicht deine. Du musst keine Miete bezahlen auf diesem Grundstück. War jetzt nur keine 3 oder 4 oder so. Also 7, das geht noch gerade. Muss ich zwar bei dir Miete zahlen, aber das kriege ich hin. Du bist auf einem Monopol gelandet. Bin ich aufgeregt? Bin ich auch. So. Was hast du denn jetzt vor? Ich möchte handeln. Das ist frech, wenn du die jetzt kaufst. Du kriegst die hier. Und ich füge dir nochmal 300 hinzu. Ob er das macht?
Nee, macht er nicht, der ist schlau. Warum auch immer. Ich hätte es gemacht an seiner Stelle. Interessant. Finde ich auch. Ich bleib nochmal. Ich baue hier nochmal gerne einen Satz drauf. Hier sieht es ziemlich gut ausgebaut aus. Und hier kommt auch nochmal ein Satz drauf. Und ich hoffe, da kommt gleich irgendwo noch einer drauf, weil sonst habe ich ein Problem. So langsam geht uns das Geld aus. Wobei eigentlich ist das wirtschaftlich ja sowieso totaler Humbug. Wenn man bedenkt, wir schieben uns das Geld immer nur zu. Wenn du auf einem Grundstück mit Häusern landest, wird es teuer. Je nach Grundstück sind die Häuser unterschiedlich teuer. Weißt du, was Gutes du hast, ein Pasch? Die zu bezahlende Miete. Tja, dann melde ich mal direkt Bankrott auf. Das würde ich dir nicht raten. Also da gebe ich dir lieber nochmal die 100 Euro irgendwo für irgendwas. Warte mal. Ich würde auf deine Elektrizitätszweck eine Hypothek nehmen. Dann mach ich auch. Nee, reicht nicht ganz. Hast du noch eine andere Straße? Ja, nimm die Elektrizitätswerk und nimm deine Pinke da auch noch zu. Ja, klar. Er ist auch fertig zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Ja, 70, dann hast du deine... Die beiden sind mir da eh recht schnuppe. Die 20 und 30 Euro Pfennigbeträge, die ich da immer kriege. Oh shit. Es ist gut. Ich komme ins Gefängnis. Ja, aber du hast keine Einnahmequelle. Du hast keinen nirgendwo. Ja, doch, Entschuldigung, du hast ja die ganzen Blauen hier. Da kommen wir ja gleich alle hin. So sind die Regeln. Am Ende ist das Gefängnis eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt kann ich 3 Runden lang in Ruhe zusehen, was ihr so macht. Ja, und vor allem, wir kommen jetzt langsam zu deinem Blauen wieder. Das wär's. Wo ist er? Ach, er ist auch im Gefängnis. Oh, ich dachte eine 4, das wäre schön. Pech gehabt. Der baut Außengefängnis da jetzt nochmal. Voll auf deine Schlossallee. Du hast einen Pasch ja, toll. 100 oder 50. Du bist auf dem Grundstück eines anderen Spielers gelandet. Es ist Zeit, den Vermieter zu Kann ich ja gleich schon mal das Gefängnis auslösen. Würde ich ja nicht. Ja, jetzt kommt er auf den, aber der hat nicht viel. Ach nee. Oh, der muss das Gehalt direkt abzahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt in Freiparken drin ist. Ich glaube, das lohnt sich. Freiparken, Parkstraße? Oder ist Hypothek drauf? Du musst keine Miete bezahlen. Auf diesem Grundstück ist eine Hypothek. Lassen wir uns überraschen. Was hast du denn nun vor? Achso, Handel. Du treibst es ganz schön auf die Spitze, ne? Macht er ja nicht, der ist schlau genug. Und der andere, der hat nur da oben. Finde ich so herrlich. Der hat nur die gelbe Straße. Hat einmal Glück gehabt, dass ich draufgekommen bin. Bitte 2,5. Bitte 2,5. Ach, schade. 2,6 wäre auch nicht schlecht. Dann kommst du oben aufs eigenes Feld. Ja, wäre ich. Nee. 2,5, dann wäre ich auf frei parken. Ja, und 2,6 bist du aufs eigenes Feld. Dann bist du aber so gut wie an meinen Feldern vorbei. Ja, aber frei parken hätte ich erstmal Kohle, falls ich auf die roten oder gelben komme. Was bietet der dir? Junge. Der will schon wieder. Das hätte so. Wobei. Ist eh egal, ist auf alles Hypothek. Ja. Ich sehe die Zahl nicht, der Typ. Oh, nee. Ist doch gut für ihn. Ich dachte schon, der müsste dir zahlen. Warum soll ich auch Glück haben, ne? Oh, er muss aber jeden 50 zahlen, das wird schön. Vielleicht musst du aber auch etwas bezahlen oder erhältst sogar. Ist auch unlogisch, ne? Er wird in den Vorstand gewählt und muss uns 50 Euro zahlen. Dafür, dass wir ihn gewählt haben, oder was? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er kaum noch Häuser da. So, jetzt darf ich nur nicht das Falsche würfeln. 2 schon mal gut.
eine 3, ist eine 5. Passt. Muss ich zwar da Miete zahlen oder so? Nee. Ach, wetten nicht, ich darf wieder Häuser? Dann wühlen wir mal in den Gemeinschaftskarten. Wen habe ich denn beraten? Ist egal. Könnte interessant werden. Könnte. Mal gucken. Ach nö, lass ich erstmal. Was soll ich da jetzt großartig machen? Nächste Runde. Du sitzt im Gefängnis. Jetzt hast du 3 Möglichkeiten. 2 5. Du kannst versuchen, einen Pasch zu würfeln, die Kaution bezahlen oder eine, du kommst aus macht dem aber Gefängnis nichts, weil du musst die Kaution jetzt eh zahlen. Du eine ah, nee, doch nicht. Du bist erst in der zweiten Runde. Das zweite Mal. Er aber jetzt. 5. Er ist auf seinem eigenen Bahnhof. So ein Pech. Du hast es mit einem Pasch versucht. Jetzt ist es Zeit, die Strafe zu bezahlen. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Das Geld für das Gefängnis kommt auch alles dahin, was man dann bei Freiparken... Nee. Gefängnis nicht, hat damit nichts zu tun, nur die Steuern. Da ist irgendwie jetzt sicher, da kannst du überall drauf kommen, da passiert dir nichts. Ist eine Hypothek. Ja. Oh, hab ich Glück. Du hast natürlich Glück. Nee, ich komme auf... Warum kommt keiner auf meine Hotels? Ich bin vorhin auf dein Hotel gekommen. Ein Glück, dass es mit einer Hypothek belastet ist. Du musst hier keine Miete bezahlen. Du sitzt im Gefängnis. Jetzt hast du 3 Möglichkeiten. Du kannst versuchen, einen Pasch zu... Ja! Vor allen Dingen, du kommst mit einem Pasch jetzt frei, musst nix zahlen und kriegst noch frei parken. Was sind das, 700 oder 600? Ja. 400? Ich hätte mehr gedacht. Naja, gut. Immerhin besser als nichts, ne? Ja. Kostenfrei. Jetzt würfel ich gleich eine... 11? Nee. Ja doch. Eine 11. Oder 12. Oh. Ach nee, du bist ja da rausgekommen. Wow, du bist auf dem Ereignis. Hey, ich krieg 50 Euro. Mich nervt das eher, dass er jetzt an einem Los wieder vorbei ist und an meinen ganzen Häusern. Ja, vielleicht landet er auf einem meiner Hotels. Das versuche ich momentan auch noch zu vermeiden. Du? Du bist ja jetzt an meinem Hotel. Autsch, jetzt kommt der auch frei parken, das ist unfair. Jetzt kommen sie aber alle an meinen Häusern vorbei, ne? Jetzt, wo ich da richtig viel Asche drauf hab. Der hat gar nichts bekommen. Nee, Freiparken ist ja auch leergeräumt. Ja, ja. Ja. Ach nee, du bist ja selber. Ich komm selber drauf, was soll ich mir denn wie Miete zahlen? Oh, das tut weh. Ja. 800. Miete mit Häusern, das tut weh. Miete mit Häusern, das tut weh. Oh, ist das spannend. Na, warte mal. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangst. Ich wette mal, der Grüne kommt gleich bei dir drauf, dann hast du es wieder raus. Hoffentlich. Was braucht er? Eine 5, eine 7 oder so wäre gut. Toll, der muss die Steuern direkt wieder ab. Zeit für dein Gehalt. Geld kommt und geht. Also eine 2, eine 4 und eine 5, die würden dir gleich helfen. Eine 8, wo ist der gelbe? Ach, da hinten, der ist Wasserwerk, über alle Berge. Ja, ja. Ein belastetes Grundstück, also kostet es auch keine Miete. Eine 3. Na, 2. Eine 8. Ein Pasch. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Eine 10. Ich komme da hinten auf. Da ist eine Hypothek drauf gemacht worden. Hätte ich eh nicht viel gekriegt. 30 Euro oder was weiß ich. Nee, ich glaube mehr. Ich krieg für die Schlossallee 50. Dann kann ich da nicht... Ja, aber da hast du Monopol. Da kriegst du ja immer doppelte Miete, musst du bedenken. 9, wo bist du? Ah, kommst auf deine eigenen Straßen. Oder? Ja, müsstest du. Ja, irgendwie so. Zeit für das Gemeinschaftsfeld. Ey, ich hab 10 Euro gewonnen. Ein Schönheitswettbewerb? Na, das ist aber gemogelt. Da ist irgendjemand bestochen. So, jetzt muss ich mal gucken. 2, 4 oder 5 hatten wir gesagt, ne? Ja. Ja! Ich glaube, der ist pleite. Der gibt dir jetzt alles. Das wär's. Miete mit Hotel. 600. Autsch.
Ja, er ist bankrott. Du hast die Parkstraße, du hast jetzt alles, Kollege. Und das hier war der mittlere, ne? Ja, das war der mittlere. Jetzt haben wir aber echt ein Kämpfchen vor uns, weißt du das? Sehr schön. Weil du hast fast alle Straßen. Und die Bahnhöfe habe ich alle. Und das Wasserwerk. Ach, ey, ich hätte den das Geld gegeben, kein Problem. Warum, der gibt dir das alles, verdammter Mist. Wieso ist das Elektrizitätswerk gerade auch so umgesprungen? Weil du das Wasserwerk, ja, weil du alles hast. Nee, aber du hast jetzt auf alle Monopol, du hast alles zusammen. Ja, aber bei einem Elektrizitätswerk war gerade auch irgendwie die Fahne so. Ja, weil wenn du die Fahne bekommst, das wird vergoldet, sobald du das alles von einer Sorte hast. Boah, guck mal, wie viel mir gehört. Du bist über losgezogen. Zeit für dein Gehalt. Jetzt. Auf einem Monopol. Oh, 4 Euro. Es geht aufwärts mit Deutschland. Dann mal los. Ich habe nur einen Vorteil dir gegenüber, du hast kein Geld. Wenn du Häuser baust, steigt die Miete, die andere Spieler bezahlen müssen, wenn sie auf deinem Grundstück landen. Vor allem, ich muss diese ganzen Hypotheken erstmal auslösen wieder. Ja. Was meinst du, wie viel das kostet? Du hast bis auf deine Hotels da unten keine Einnahme. Das ist mir auch schon aufgefallen. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Hätte ich nicht eine 7 würfeln können. Du kannst jetzt wenigstens gleich ein paar Dings aus. Jetzt hast du eine 7. Du bist über losgezogen. Die gehören alle Straßen da. Du bist auf die gelben und die ich habe. Gehört dir alles. Ja. Du bist fast immer sicher. Noch ein paar hast du gewürfelt? Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt lande ich doch auf einer von dir. Losgezogen. Ich bin ja. Ja, ist das. Ach. Oh nein. 4 Euro. Jetzt kauft er sich wieder Hotels da oben. Oder nicht? Komm, eine 9 oder eine 10 oder so. Ach, 7. Verdammt. Das ist nicht gut. Jetzt voll auf dein Hotel. Das muss ich ja nicht abdrücken. Also, du wirst es mir nicht übel nehmen. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, glaube ich auch. Ich musste vorhin so viel an dich abdrücken. Irgendwas nicht. Hey, davor musste ich auch so viel an dich abdrücken. Der kommt nochmal auf deine Straße. Jetzt. Nee, du bist das. Dich entspannen. Das Grundstück ist in deinem Portfolio. Jetzt 2 Sechsen. Ey, das wär's. Ja, ich kündige es sogar an, ey. Tja, liebe Leute, abonniert mich. Aber ist kein Geld drin, oder? Doch, 200. Kostenfrei. Kannst du nicht mal jetzt so eine 2 oder eine 3 würfeln? Und jetzt 2 Fünfen oder überhaupt nochmal ein Pasch. Ah, schade. Ja, macht nichts. Das kostet nicht viel, der hat nur noch ein Haus da stehen. 250. 110. Das tut weh. Guck mal, ich habe jetzt nur noch etwas weniger als du. Wo wolltest du deine Hypothek auswählen? Nee, erstmal nicht. Und der geht jetzt bei dir schon wieder bankrott. Ja, nee, warte. Doch. Der nächste bankrott. Weißt du, wenn die bei dir bankrott... Nein? Ach, der konnte noch alles verkaufen. Okay, der ist noch nicht bankrott. Aber der musste alles an dich abdrücken, ey. Mit 10. Also nützt mir nicht mehr viel da oben. Frei parken ist schon ausgelöst. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Das Grundstück ist in meinem Portfolio, alles andere aber nicht. Ne, 11. Du kommst auf deine Parkstraße. Wolltest du vorhin doch die ganze... Ach ne, doch nicht. Was wird hier wohl passieren? Tja, das wollen wir auch. Wo steht ihr denn alle? Also da unten ist gelb. Wo bist du denn? Da oben? Oh, du könntest auf meinen Bahnhof kommen oder auf das Wasserwerk. Ja, Bahnhof kriegst du so oder so die Kohle. Und das Wasserwerk ist die Hypothek drauf. Wenn du eine drauf. Hypothek auslöst, kostet dich das einen kleinen Aufschlag. Aber zumindest müssen die Leute dann wieder Miete an dich zahlen. So, warte mal, gelb ist da noch. Also hier unten ist eh alles geklärt. So, hier, das jetzt erstmal.
praktisch. Häuser! Du hast jetzt nicht fast dein ganzes Geld nur wegen so ein paar Häuser da ausgegeben. Doch. Und einer von euch kommt da gleich drauf. Ja, bin sehr wahrscheinlich ich so, wie ich mein Glück kenne. Ich meine, irgendwann muss ich die Schlossallee ja auch mal bezahlt machen, ne? Oh oh. Zeit für das Gemeinschaftsfeld. Der ist oh, der in Sicherheit. Glück. Bin ich da oben? Ein bisschen Miete kann ich auch finden. Du bist auf einem Monopol gelandet. 44, das geht ja noch. Ja, mehr, weniger als die 900, die ich davor irgendwann mal zahlen musste. Definitiv. Wie, komm. Ach, schade. Ja, doch. Ah. Du darfst direkt wieder Steuern abzahlen, oder? Du bist über losgezogen. Zeit stimmt. Für dein Gehalt. Nichts ist unausweichlicher als hat sich jetzt für dich nichts geändert. Eine 4 hilft ihm nicht. Hilft mir auch nicht. Was für ein Pech. Boah, toll. Ich darf schon wieder Miete zahlen. Das sind zwar aber immer wenig. 52, mehr als gerade. Gerade waren es 44. Und das, obwohl er Monopol hatte. Meinem Bahnhof lande ich. Oder? Nee, da vorne. Ach. Das Grundstück gehört dir. Hör, der hat ein Pasch. Du hast deine Zeit abgesessen und deine Strafe bezahlt. Hast du ein Glück, dass es mit einer Hypothek belastet ist? Du musst hier. Nein! Ja, direkt auf los. Ich dachte, du wärst auf der Schlossallee. Dachte ich auch in dem Moment, aber ich kam nochmal dran vorbei. Da hat er Glück gehabt. Ja, wie soll man sagen, so knapp war gerade die Schneise zwischen Bankrott oder absoluter Glückseligkeit. Ah, freudig. Ein Pasch, du darfst nochmal würfeln, du Glückspilz. Wenn du auf einem Grundstück 800, das ist doch noch. Wird es teuer. Je nach Grundstück kannst du deine Häuser da verkaufen? Teuer und jedes Haus erhöht welche Häuser? Zahlende Miete. Wo hab ich denn Häuser? Ich hab doch nur Hotels, oder? Auf die Schlossallee. Ach. Hab ich schon einen Schritt weiter gedacht. Wie viel fehlt mir? Ah. Knapp 400. Also ganz ehrlich. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Du, ich hätte dir für beide 200 gegeben, hätte sie mehr als die Hypothek bekommen. Ja, es bringt ja nichts, jetzt hier ständig irgendwelche Hypotheken aufzunehmen. Dann verkaufe ich hier lieber einen Satz. Hey, Moment. Ich krieg nur 25... Für ein Hotel. Kann ich ja doch besser eine Hypothek aufnehmen. Warte mal, der ist kurz vor meinem Bahnhof da und du... Naja, das bin ich. Wasserwerk könntest du. Das bringt nicht viel, glaube ich, ne? 75. Noch seid ihr... Und die Grünen. Um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings ja, solltest du nie vergessen, dass du das viel. Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen noch kannst. Noch seid ihr ja nicht da oben, deswegen. Warte mal ab. Ich wette, ich komme gleich wieder auf deine Hotels da unten und dann hast du die Kohle wieder. Ja, das ist meine Hoffnung. Deswegen mache ich das ja alles. Ach, du würfelst noch mal vorher. Jetzt keine 2, 4 oder 5. Dann wieso, hast du ein Problem. Wieso würfel ich jetzt überhaupt? Weil du einen Pasch hattest. Ah, hast Glück, auf deinen Bahnhof kommst du. Noch ein Pasch. Du bist wirklich der Inbegriff. Jetzt darfst du aber nicht noch einen Pasch würfeln. Oder doch, dann bist du im Gefängnis. Freu dich einfach daran.
auf Ereignisfeld, ne? Ja, ja. Wenn du auf dem Gemeinschaftsfeld bist, aber die hast du noch. Das Ergebnis kann gut oder schlecht sein. Musst du schon mal Arztkosten zahlen. Immer wieder eine Überraschung. Du wirst oft krank, habe ich das Gefühl. Oh, da hat er Glück gehabt. Der ist genau zwischen meinen Häusern gelandet. Jetzt kriegt er Gier auf dem Opernplatz oder so. Wow, du bist auf dem Ereignisfeld gelandet. Kriegt er auch noch so eine Karte. Jetzt nur keine hohe Zahl. Aber das kann ich noch hinkriegen, da ist eine Hypothek drauf. Hätte auch so nichts gebracht. 10. Du musst keine vier Mark, glaube ich. Ne? Ist eine Hypothek. Ich glaube 8, weil du hättest ja beide gehabt. Toll. Schwersteuern? Ich lande natürlich genau zwischen. Ja, aber wenn du kriegst, gleich wieder frei parken. Ja, weiß ich. Ja, du kannst eigentlich nur noch auf dem Bahnhof. Oder du verkaufst ein Haus oder so. Hypothek, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Jetzt scheinen wir aber in die Endrunde zu kommen. Es wird immer spannender. Oh, und 12? Warte mal. Oh. Du hast einen Pasch gewürfelt. Nee, den Hypothek, glaube ich. Wurf. Hast du ein Glück, dass es mit einer Hypothek belastet ist? Du musst hier keine Miete bezahlen. Ja, super. Parkstraße. Jetzt ist er ach, pleite. Der ist nochmal. Ich dachte, du wärst. Okay. Wenn du auf einem 500, der ist pleite. Wird es teuer. Je nach Grundstück sind die guck mal, ich hab zwei geplättet. Jetzt hast du alle Straßen. Ist doch nicht wahr. Guck mal, ich hab zwei Leute geplättet und du plättest mich dann noch am Ende. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kriegst du deine ganze Kohle wieder. Jawoll. Die Regeln besagen, dass es ziemlich teuer das Glück ist mit den Tüchtigen. Du hast Glück, dass beide Computer bei dir bankrott gehen. Das finde ich so fies. Eigentlich müssten die versteigert werden oder so. Ein Pasch. Du darfst nochmal würfeln, du Glückspilz. Schade. Du bist über Los gezogen. Zeit für dein Gehalt. Entspann dich. Das Grundstück gehört dir. Jetzt würfelst du so niedrig, ne? Wo da meine Häuser kommen. Das ist schlecht. Das ist dein guck mal, ich stehe jetzt richtig gefährlich. Ja, so wie ich dein Glück kenne, bist du gleich auf frei parken. In der letzten Zeit hatte ich nicht so viel Glück. Jetzt gerade. Aber sonst. Du kannst dich entspannen, das Grundstück. Ich hab nur die zwei Straßen, mehr habe ich nicht. Alles andere gehört dir. Oh. Scheiße. Oh, das wird teuer. Du darfst nochmal würfeln, du Glückspilz. Wenn du auf einem Grundstück mit Häusern landest, musst du aber keine Hypothek oder so aufnehmen. Das konnte ich bezahlen, wow. Sind die Häuser unterschiedlich teuer und jedes Haus erhöht die zu bezahlende Miete. Ab ins Gefängnis? Nee. Leider nicht. Das ist dein Grundstück. Freu dich einfach daran. Seitdem ich die Gefängnisfreikarte habe, war ich da nicht einmal drin. Landest du jetzt nicht auf dem Bahnhof, kriegst 200. Du landest auf einer gelben, oder nicht? Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt sei froh, mehr als auf dem hier kriegst du mehr, als wenn ich auf einer gelben gelandet wäre. Ich muss deine Schlossstraße, Schlossallee umgehen und so und hoffe, du kommst nochmal auf meine Häuser, sonst sieht es schlecht aus für mich. Weil du hast viel zu viel, damit komme ich nicht klar. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Wenn ich bei dir irgendwo drauf komme, ist vorbei eigentlich schon. Ja, noch hast du Glück. Ja, weil das Problem ist, dann kriegst du Geld. Kannst alles auslösen und dann habe ich das Problem. Weil wenn du alles auslöst, dann habe ich ja nur noch. Dann kann ich froh sein, wenn ich auf die Steuern komme. Du musst eine 3 oder eine 5 würfeln. Ah, also mal 400 kriegst du jetzt. Das habe ich ja wohl mal verdient. Losgelandet. Zahltag. So, womit? Du jetzt eine 3 oder eine 5 brauchst du. Na. Oh. Ich krieg wenigstens auch die 400. Du bist auf Los gelandet. Ich habe ja noch eine Chance. Du brauchst gar nichts versuchen, ich nehme nichts an.
Obwohl, warte mal. Ne, ich lasse das erstmal so. Ereigniskarte und dann ins Gefängnis. Ah, schade. Nö, nö, nö. So, jetzt du. Das ist dein Grundstück. Eine 7, eine 9. Ne, eine 6, eine 8 oder eine 9, glaube ich. Eine 7, du hast zuerst eine 7 gesagt, da bin ich für. Eine 7, eine 7, eine 7, eine 6. Ich krieg die Krise. Aber das ist noch das günstigste von allen. Was kriegst du? 550. Das ist ziemlich teuer, ist auf einem Grundstück mit Hotel zu landen. Habest du ja wieder, hast gerade mir abzahlen müssen. Vielleicht würfelst du ja gleich noch eine 3. Übertreib mal nicht. Die kriegst du schon. Ja. Da vorne standst du vorhin auch schon, das war problematisch. Ja, warte mal. Ich wäre ja blöd, wenn ich da jetzt nicht noch was machen würde, ne? Eine Hypothek auszulösen kostet dich einen kleinen Aufschlag, aber stell dir nur mal vor, wie viel Miete du verlangen kannst. So. Hier sieht es ziemlich gut ausgebaut aus. Ich kann nicht noch einen Satz kaufen. Es sind zu viele Häuser im Umspiel. Ja gut, das reicht auch jetzt erstmal. Deswegen habe ich ja da oben keine Hotels hingebaut, weil ich genau wusste, dann hast du wieder Häuser zur Verfügung. Hm. Ah, komm schon, so, komm eine schon, drei, komm schon. Drei. Ein 5, das ist genauso scheiße. Komm ich auf deine Seestraße da unten. Ach, 50, das zahle ich noch eben so. Ist ja nix. Jetzt hätte ich Hotels hinbauen können, weil jetzt müsstest du drauf kommen irgendwie. 9, ich kann gerade nicht rechnen, aber ja, ich. Ja, du kommst da oben auf meine rote. Glaube ich zumindest. Wenn du auf einem Grundstück mit Häusern landest, wird es teuer. Krieg ich noch je irgendwie nach Grundstück sind die Häuser unterschiedlich teuer und jedes Haus erhöht die zu bezahlende Miete. Franjo, du musst bankrott gehen. Ich hab, guck mal, ich hab zwei Leute ausgeschaltet. Wenn einer den Sieg verdient, dann ich. So. Da oben kannst du noch Hypotheken annehmen. Ansonsten müsstest du Häuser verkaufen. Ja, ich guck erstmal, was sie bringen. Oh. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Ja, Opa, das weiß ich. Problem ist, ich komme jetzt an gar keine andere Straße mehr. Ich habe jedes Mal, ich kann nur gewinnen, wenn du da oben drauf kommst. Anders, du würdest mir ja deine Straße nicht für Geld verkaufen. Das wäre ja schwachsinnig. Ja, ich bin in Sicherheit. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Gefängnis? Gefängnis. Yippie! Obwohl, nee. Du sitzt im Gefängnis. Jetzt bringt mir das aktuell gar nichts. Jetzt bin ich ja gleich wieder in der Nähe deiner Straßen. Ja. Hätte ich ja lieber das doch. Das Einzige, noch. Du hast drei Runden natürlich, wo du warten kannst, dass ich bei dir irgendwo drauf komme. Du hast bei der Schussallee, du hast hier Häuser. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ist nun mal so. Guck mal, das bringt dir jetzt gar nichts. Besitzer doch, dieses Grundstück mehr als ein Verkehrsgrundstück. Siehst du, hast du schon eins. Eine kostspielige Reise für dich aus. Du hast sogar eine Karte, die du verwenden könntest. Ach, wusste ich gar nicht. Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Nee. Warum sollte ich die verwenden? Komm, eine 5. Nein, doch nicht. Eine, du kommst aus dem Gefängnis frei. Meintest du 2 Fünfen? Dann wäre ich auch frei. Ja, das fiel mir auch gerade auf, deswegen. Was für ein Pech. 2 Vieren hätte dir was gebracht. 2 Vieren, ist das einzige oder 2... Nee, 2 Sechsen auch nicht. Nur 2 Vieren bringen mir was. Also Glück. Ein belastetes Grundstück, also kostet es auch keine Miete. Um die Spannung nochmal zu erhöhen, bauen wir jetzt hier nochmal schön. Du bist also Hotelier, was? Du hast wirklich das große Los. Ein Hotel? Oh, wie viel kostet die Pommes? Du sitzt im Gefängnis.
Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Du kannst versuchen, einen Pasch zu würfeln. Nein. Wieso? Passiert ja noch nichts. Bist du sicher? Und du musst nicht nochmal würfeln. Triff deine Wahl. Du hast deine Zeit abgesessen und deine Strafe bezahlt. Nur nicht auf. Nur nicht. Nein, nein, nein. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Da kannst du immer noch drauf kommen. Ja, ja, aber ich komme nicht jetzt drauf und du hast jetzt eher die. Ach komm! Du bist über los gezogen. Du kriegst doch 200 Euro. Ja, ich bin aber jetzt voll vor deiner und du bist voll vor meiner. Also, das ist jetzt nur eine Frage. Oh, und ich muss nochmal würfeln, weil ich einen Pasch hatte. Sei doch froh. Nee, ich komm schon wieder da drauf, krieg schon wieder 50 und noch was. Ja, sei doch froh, dass du nicht auf die Hotels gekommen bist. Wenn du auf einem Grundstück mit 50 Euro, ich bitte dich. Je nach Grundstück sind die Häuser unterschiedlich. Also keine 2, keine 4, keine 5, keine 7. Oh, und keine 10 vor allen Dingen. Das ist teuer. Miete mit ja, jetzt kannst du bankrott gehen. Könnte interessant werden. Du staubst richtig ab. Ich habe zwei Leute. Warte mal, wo bist du gerade? Da unten links bei deiner Seestraße. Also wenn du es so sehen willst, du kannst noch deine Häuser erstmal lassen. Du kannst ja noch auf deine Bahnhöfe-Hypotheken packen. Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Und du kannst noch deine gelbe da oben. Aber ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ach, wie viel kriegt man bei einem Bahnhof? 100. Das heißt, du kriegst 300 schon mal raus, dann fehlen dir nur noch 300. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. So, da habe ich noch eine. Und links hast du auch noch einen Bahnhof. Ich weiß. Ich sag's dir nur. Da stehst du ja gerade kurz davor. Insofern warte ich. Warte mal. Da kannst du nicht drauf kommen. Also da schon mal. Du kratzt jetzt auch jeden Pfennig zusammen, ne? Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Du verkaufst also Gebäude. Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber ich bin mir sicher, du weißt, was du tust. Nummer 1, 2, 3, 4. Es ist wahrscheinlicher, dass du eine 3 würfelst als eine 4. Ich wollte gerade fragen, ob ich dir ein Angebot Gebäude machen soll für eine Straße. Eine schnelle Finanzspritze? Nun, ich nehme an, du weißt, warum du das tust. Aber du bist erstmal weit, weit weg von meinen. Du hast natürlich immer Glück. Ja, was kriege ich jetzt hier? Rücke fort zur Schlossallee. Ach, du kriegst sogar Geld. Ich glaube, die Schlossallee hätte mir wenig geschadet. Da steht immerhin noch ein Haus und ich habe beide Straßen. Sind das 200 oder so? Das ist nicht viel. Oder 400? Ab ins Gefängnis! Das ist dein Grundstück. Freu dich einfach daran. Ich habe nichts vor mir, wo ich was abbezahlen müsste. Ich muss nur vor deinen Dingern da unten Angst haben. Das ist dein Grundstück. Freu dich einfach daran. Eine 9. Ah. Sei doch schön froh, du hast einen Pasch. Ja, was bringt mir das? Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Wenn du jetzt nochmal zweimal einen Pasch würfelst, dann hast du vielleicht einen Gefängnisaufenthalt. Ein eigenes Feld. Du bist über losgezogen. Zeit für komm, noch mal Renovierungsarbeiten. Steht uns ein vielleicht darfst du auf los vorrücken oder du jetzt habe ich ein Problem. Jetzt hast du nämlich Kohle bekommen. Was bezahlen oder erhältst sogar eine Überraschung. Oh.
Ich hoffe nur, du bist auf, ah, los, auf der Schlossallee hätte ich, glaube ich, keine Probleme. Da kannst du ruhig bauen. Das macht mir nichts aus. Bin ich aufgeregt. Kannst du einmal kurz auf die Parkstraße und Schlossallee kurz halten? Ich will mal gucken, was ich da Miete zahlen müsste. Nee, warte. Ich guck erstmal hier. Ist die. Ja, Würfel wert. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Da müsstest du also mindestens 20 zahlen. Nee, du hast beide. 10 mal so viel. Bei der 5 wäre ich. Stimmt, bei also mindestens 50 40. Bin ich bei 50. Da kriegst du ja. Hier würde ich nur was kriegen, wenn ich die anderen Hypotheken auch ausgelöst habe, oder? Nee. Oder zählt das nicht? Du hast alle im Besitz, das zählt. Nur solange ich auf den drauf bin. Also wenn du den jetzt auslöst, ich würfel eine 2, dann kriegst du 200. Ach, Leute, Leute, was soll ich machen? Guck doch mal, was auf Parkstraße, was du an Miete kriegst, wenn du nochmal. Na. Na. Ich versuch das jetzt einfach. Wenn du eine Hypothek auslöst, kostet dich das einen kleinen Aufschlag. Aber zumindest müssen die Leute dann wieder Miete an dich zahlen. 24, das ist 48 Miete, da zahle ich auch sofort auf Kasse. Wie, nochmal Geschäfte? Was wird hier wohl passieren? Ich wollte nochmal was gucken. So. 175. Bei 2 wären es 500. Ja, das ist extrem viel. Du kaufst keinen Satz, du kaufst keinen Satz, du kaufst keinen Satz, du kaufst keinen Satz. Du willst ja nur, dass ich jetzt schön Geld ausgebe und gleich auf eins deiner Häuser, Hotels hier komme. Du musst mindestens zweimal noch würfeln, um da hochzukommen. Und ich bin vor dir dran. Ja, du bist auch weiter von meinen weg als ich von deinen. Quatsch. So fast genauso viel. Nee, wenn du hier das hier rechnest, ich stehe deutlich näher an dem hier als du an meiner Parkstraße. Hä? Bei dir sind das 10, 16 Felder. Bei mir sind das 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15 Felder. Ja, sage ich ja. Du stehst deutlich näher an meiner als ich an deiner. Mach, was du willst. Ich krieg eh nachher alles. Das hättest du auf jeden Fall nicht verdient. Ich habe den Sieg verdient. Nur ich. Ereignisfeld? Nee. Hypothek. Ein belastetes Grundstück. Ja, dann. So kostet es auch keine Miete. Ja, oh, siehst du, bist du in Sicherheit. Boah, ich darf keine 6 und keine 8 würfeln, das ist wichtig. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Keine 6, keine 8, keine 6, kein. Oh, 12, das ist sehr gut. Ein Pasch! Du darfst auch nur würfeln, du Glückspilz! Du bist über Los gezogen. Zeit für dein Gehalt. Geld kommt. 2, 4 oder 5. Steuer kommst du leider nicht herum. 6. Und er hat natürlich die 6. Siehst du? Du kommst nie da unten auf die Hotels. Ich bin schon dreimal im ganzen Spiel da drauf gekommen. Letzte Runde. Und einmal hast du mich vom Bankrott gerettet. Letzte Runde habe ich auch gesagt. Jetzt eine 2, 4 oder 5. Und dann bist du auch da vorbei. Siehste? Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Zeit für das Gemeinschaftsfeld. Hast du nochmal Glück gehabt? Verparken. Freiparken ist, nun ja, kostenfrei. Ich mach dir ein Angebot. Ich geb dir 1000 ab und will dafür die gelben Straßen. Quatsch. Ich geb dir 1000 Quatsch. Und will die grünen. Ich verkaufe nichts. Ich geb dir 2000 für die braunen. Nein. Okay. Die
Die braun verkaufe ich nur für 3000. Mein ganzes Geld für so ein paar braune. Wie oft musst du da drauf kommen, dass ich das wieder raushole? Jetzt gehst du eh auf Theaterstraße und dann bist du tot. Sag ich doch. Miete mit Hotel. So, wie willst du die jetzt aufbringen? Das schaffe ich. Mal sehen, was hier gleich passiert. Ja, das will ich sehen. Da wissen sogar die Zuschauer im Kopf, können das ausrechnen, dass du das nicht mehr dir leisten kannst. So viele Hypotheken kannst du gar nicht aufnehmen. Wo willst du dann noch Geld gleich verdienen? Ich hab dir vorhin 2000 angeboten für die Grünen, du wolltest nicht. Der Verkauf von Häusern und Hotels bringt dir nicht wirklich viel Geld ein. Du verkaufst Gebäude für eine schnelle Finanzspritze? Nun, ich nehme an, du weißt, warum du das tust. Wenn du eine Hypothek auslöst, kostet dich das einen kleinen Aufschlag. Aber zumindest müssen die Leute dann wieder Miete an dich zahlen. Wieso nimmst du erst auf und löst sie dann wieder aus? Weil ich dachte, dass ja automatisch die andere dann ausfällt. Dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. So. Du kratzt dir das aber auch noch mit Mühe und Not zusammen. Also ganz ehrlich, von allen vier Spielern habe ich am besten gespielt bisher. Und deswegen finde ich, habe ich es auch verdient zu gewinnen. Und deswegen halte ich so lange durch, bis ich gewinne oder bis... Du hast eben keine Häuser gebaut, du hast dein Geld gebunkert. Das war das der Fehler. Ich habe Häuser gebaut. Nur eben nicht so extrem wie ihr. Sechs kann ich mir leben. Ich kann eigentlich mit alles leben, solange ich nicht da unten irgendwo bin. Du musst keine Miete bezahlen. Dann wird sich das aber auch nicht jucken. Doch, weil wenn du jetzt wieder an Geld kommst, dann habe ich das Problem, dass du dir wieder was auslösen kannst. Dann geht das gleiche von vorne los. Wenn du jetzt noch irgendwo drauf trittst, ist es vorbei. Das kannst du nie wieder auszahlen. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Deswegen, ich darf nur nicht bei dir drauf. Die pinken und die... Und es darf kein eigenes Feld oder sowas kommen. Hast du Glück gehabt, dass ich da gerade noch auf dem Gemeinschaftsfeld landest, die Parkstraße und Schlossallee? Das Ergebnis kann gut ja, warte mal ab. Ich glaube, ich komme da noch nicht mal drauf. Immer wieder eine Überraschung. Da werde ich mit Sicherheit nicht mal drauf kommen. Komm mal, du kommst auf ein eigenes Feld. Noch nicht. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Es kann nur schief gehen. Ein Pasch. Ein Pasch. Komm leider nicht aufs Los. Autsch. Du musst keine sei froh, dass da keine zwei Häuser jetzt stehen. Ja, du hast die Hotels ja nicht verkauft. Hättest du das gemacht? Da, siehst du? Ach doch. Du bist über Los gezogen. Was du für ein Glück hast, liebe Zuschauer, ihr seht das, ne? Und weißt da du, gewinnt gerade jemand nur durch Glück. Nur durch Glück. Das ist jetzt schon die dritte Runde am Stück, wo du quasi direkt da hättest draufkommen können. Weißt und dann du eigentlich, dass du Glück mich vorhin vor dem Bankrott gerettet hast? Ja, ich weiß. Dadurch, dass ich dieses Tauschgeschäft da für 800 Euro oder was du da gemacht hast. Ist mir schon klar. Ich wollte ja, dass wir beide als Letzte übrig bleiben. Ich wollte ja nicht, dass die Computer ins Finale gehen. Was hab ich jetzt vor? Ich hab gar kein Geld. Interessant. Wirst du schon sehen. Na, warte mal. Wieso kann ich den Bahnhof nicht auswählen? Du musst den Tauschpartner erstmal auswählen. Das bin nur ich. Du musst eben auf mich klicken. Sag mir doch einfach, was du vorhast. Dann brauchst du es nicht versuchen. Du hast mir doch vorhin selber gesagt, man sollte niemals seine vier Bahnhöfe verkaufen. Geld hinzufügen oder so, war nett. Das machst du? Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, du kommst gleich direkt auf eine meiner Straßen.
Du hättest ja jetzt was kaufen können und. Habe ich auch gerade gemerkt. Ja, gut, jetzt bin aber ich grad vorbei. Aber im Moment. Wieso ist vorbei? Ja, ich komme erst wieder bei Gelb bei dir da drauf. Zeit für das Gemeinschaftsfeld. Da. Ey! Ach nee, ich ziehe jetzt 200 ein, das ist gut. Wieso machst du jetzt direkt Geschäfte wieder? Ja, weil ich die ganzen Hypotheken auslösen will. Hallo, ich will doch nicht deine Hypotheken haben. Eine Hypothek auszulösen kostet dich einen kleinen Aufschlag, aber stell dir nur mal vor, wie viel Miete du verlangen kannst. Ich hoffe ja, dass du bei mir irgendwo hier drauf kommst jetzt. Komm ich sowieso. Das Pech habe ich ja. Ich bin ja jetzt 3 Runden am Stück immer da auf deine Hotels gekommen. Während du 3 Runden am Stück nirgendwo von mir drauf kommst. Ah, erstmal bist du jetzt in Sicherheit. Du kommst ins Gefängnis. Ist ja nur zu Besuch. Ja, aber es ist ein Sicherheitsfeld da. Nur zu Besuch. Eine 10, die könnte ich gleich gebrauchen. Nein. Auslösen wolltest du was. Ja. So viel Gerechtigkeit gebe ich dir nur, also. Oh, ist das spannend. Aber irgendwie kommt's nicht hin mit einem Spiel eine halbe Stunde, oder? Mal? Wieso? Wer sagt das? Habe ich doch am Anfang irgendwie zu dir gesagt. Ich fragte, wie lange dauert so eine Runde? Eine halbe bis dreiviertel Stunde? Stell dir nur mal vor, wie viel ich hab's gleich mit Mario Party verwechselst. Wenn du Häuser baust. Nee, oder jetzt baust du ein Hotel da drauf, oder was? Wenn sie auf deinem Grundstück landen. Alles oder nichts. Ich will gar nicht wissen, wie viel Miete ich zahlen muss, wenn du da jetzt drauf gehst. Das kann ich dir sagen. Warte mal. Autsch. 1500. Wir haben bei Schlossallee sind es 2000. Da darf ich definitiv nicht drauf kommen. Alles oder nichts. Kommt Leute, drückt mir die Daumen. Eine 10, das ist immer sehr gut. Dann bin ich da hinten auf meiner eigenen Feld. Nee, noch nicht mal. Aber egal. Ich brauche die 10. Du musst keine Miete bezahlen. Ich bin zu nah an der Schlossallee. Ich muss da weg. Ich hätte die 10 gebraucht. Die 10 wäre gut gewesen. Oh. Naja, so extrem teuer ist es jetzt nun auch nicht. Das muss ich irgendwie noch 445 Euro. Wo willst du die herbekommen? Du hast doch schon überall Hypotheken. Du kannst nur wieder deine Häuser verkaufen. Hä? Wieso kann ich keine Hypothek aufnehmen? Weil du da die Häuser noch hast. Die musst du erstmal verkaufen. Ach. Nicht einen Satz kaufen. Du verkaufst Gebäude? Für eine schnelle Finanzspritze? Nun, ich nehme an, du weißt, warum du das tust. Wieso kann man nicht Satz verkaufen? Du verkaufst ja, weil du keinen ganzen für Satz eine hast. Finanzspritze? Nun, ich nehme an, du weißt, warum du das tust. Damit kommst du nicht hin, die geben dir nicht genug. Hypotheken sind perfekt. Nein, das alleine reicht nicht, das allerdings weiß ich. Solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Das ist mir klar, dass das nicht reicht. Ich muss hier Abstriche machen. Deswegen, ich hoffe einfach jetzt auf Parkstraße und Schlossallee. Um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen. Ich gebe dir 1500 für die Gelben da oben. 2000. Habe ich nicht. Musst du halt selber was verkaufen. Vergiss es. Der Verkauf von Häusern und Hotels bringt dir nicht wirklich viel Geld ein. Krieg ich nur 75 insgesamt für einen Satz? Ja. Du verkaufst also Gebäude. Das bringt dir nicht. Wenn jetzt überspringe ich die Schlossallee mit einem Pass schon genug. Ja. Du verkaufst Gebäude. Ach, hab ich gar nicht gesehen. Schnelle Finanzspritze. Nun, ich nehme an, du weißt, warum du das tust. Na, habe ich ihn gar nicht gesehen. Wenn ich überspringe jetzt eine Schlossallee, aber komm auf deine Chausseestraße oder so. Dann kriege ich ja trotzdem erstmal ein bisschen Geld und dann kann ich immer noch gucken, was ich mache. Jetzt kann ich dir 2000 für die da oben geben. Oh, das war knapp. Ja, der gehört ja jetzt dir. Entspann dich. Aber bei 2 oder 4 bist du immer noch.
Ja, dann kann ich mir eine Miete leisten und dann habe ich ein Problem. Und du bist genau dran vorbei. Ist so ein Glück, du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Ist können, ne? Komm, weg, 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 weg. Ja, eine 6 ist schon mal gut. Ein Doppelpaar. Ah, nein. Ein Pasch. Du darfst ja, doch noch nicht. Komm, ja, genau dazwischen. Du bist über losgezogen. Zeit für dein Gehalt. Ah. Wow, du bist auf dem Ereignisfeld gelandet. Das ist dein Grundstück. Freu dich einfach. Jetzt muss ich nochmal würfeln, dann bin ich ja gleich schon wieder bei der Schlossallee da oben. Ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich fast genauso da, wo ich vorher war. Tja. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Jetzt was musst ganz du nur noch Kleines. Bei mir irgendwo draufkommen, dann ist vorbei. Guck mal, jetzt auf einmal kriege ich so hohe Zahlen. Und vorhin, wenn es immer darum ging, deine Hotels da das zu überspringen. Ist dein Grundstück. Guck mal, da ist jemand auf die Parkstraße gekommen. Na toll. Ah, Gefängnis, oder? Nein. Oh, schade. Du musst keine Miete bezahlen. Auf diesem Grundstück ist eine Hypothek. Aber du bist bis jetzt noch nicht auf keinen Bahnhof gekommen oder auf Energiewerk. Das ist fies. Keine Angst, du musst gleich einfach nur eine 8 oder eine 10 würfeln. Ereignisfeld. Ziehe vor auf los. Zeit für dein Gehalt. Wenn du auf dem 10 Euro schenkst du mir. Musst du eine Karte ziehen. Das Ergebnis das tut weh. Das tut im Herzen weh. Alles Gute zum Geburtstag. Ich dachte, du löst mal irgendwas aus mit deinen 300. Ja, 300. Nein, nein, nein. Jawohl. Siehste? Ja, Leute, ihr seht das selber, ne? Also, das ist schon nicht mehr normal. Ja, aber du setzt von so viel... Du hattest doch vorhin auch irgendwie 2 Sechser, oder? Von so viel Monopoly-Felder setzt du alles da drauf. Das ja, muss, ja hallo, das muss ich. Ich muss jetzt alles auf einsetzen. Oh, toll, jetzt darf ich Steuern zahlen. Und geht. Um die Steuer kommst du leider nicht herum. Schon wieder ein Ereignisfeld. Ziehe vor auf los. Zeit für ein bedeutendes Ereignis. Das tut weh. 800 muss ich glaube ich jetzt zahlen. Der Besitzer dieses Grundstücks besitzt mehr als ein Verkehrsgrundstück. Das sieht nach einer kostspieligen Reise für dich aus. Bin ich aufgeregt? Bin ich aufgeregt? 2,8 für die Gelben. Moment, wieso tauschen? So, erstmal. Hä? Ich würde erstmal. Abbrechen wieder. Dann mal los! So. Wo bist du gerade? Da unten. Entweder du nimmst dir jetzt die Hotels weg oder du nimmst mein Angebot an. 2.800 für die Gelben. Für die Gelben. Leute, was meint ihr? Soll ich's machen? Schreibt's in die Kommentare. Sollen wir das Video jetzt hier hochladen, 5 Tage warten und dann gucken, ob jemand antwortet? Ich habe gesagt 800. Ach, warte mal. Kann ich das noch ändern? Ja. So? Ja. Sagen wir 2850. Oder sagen wir 2812. So, jetzt gebe ich 3 Straßen ab, ey. Jetzt siehst du bist ein Abstauber. Ich habe die beiden Computer geplättet und jetzt allmählich. Ich krieg noch 400.
Wo bist du eigentlich gerade? Immer noch da, ne? Nee, das bin ich. Du bist... Leute, der landet da eh nicht drauf. Der landet da eh nicht drauf. So viel Glück, wie ich habe. Na, na. Ich würde an deiner Stelle eher die Hypotheken auflösen und da nochmal Häuser bauen. Hast du mehr von, als wenn du da jetzt Hotel drauf gibst. Obwohl, vergiss, was ich gesagt habe. Du kannst dich auf allen drei Hotels leisten. Leider ist hier kein Platz für weitere Häuser. Du musst wohl ein Hotel bauen. Ich glaube, ich habe dir ein bisschen zu viel Geld gegeben. So habe ich ja schon. Eine Hypothek auszulösen kostet dich einen kleinen Aufschlag. Aber denk bloß an die viele Miete, die du einnehmen kannst. Ehrlich gesagt, ich überlege gerade noch, ob das von dir Taktik war. Hier sieht es ziemlich gut ausgebaut aus. Hotels kannst du ja nicht brauchen, weil du kannst nur ein oder zwei. Ein Hotel? Oh, wie viel kostet die Pommes? Wieso kann ich keine Hotels mehr kaufen? Wir können auch maximal nur 12 Hotels oder sowas haben. Haben wir doch am Anfang festgelegt. Da, da. Und? Was sage ich? Das ist echt nicht mehr normal. Da, 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 da. Das ist echt nicht mehr normal, Leute. Ihr seht ja, ne? Das ist ein Computerspiel. Ah, verdammt, ich wollte die da oben. Man kann Computer hacken, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist nicht mehr normal. Aber du, ne? Auch an allem vorbeigesprungen. Jetzt habe ich einmal Glück. Einmal Glück aber jetzt. Ja, toll. Das Problem ist, du hast da jetzt... keine Miete bezahlen. Auf diesem Grundstück ist eine Hypothek. Du, ich bin schneller an deinen Dingern wieder dran, als du bei meinen. Okay, nicht bei den Würfeln. Du bist auf dem Ereignis. Jawohl. Krieg einfach mal eben so Geld. Lassen wir uns überraschen. Ich bin aber auch nett. Ich nehme hier deine ganzen Hypotheken wieder auf. Weißt du was eigentlich? Kostet dich das einen kleinen Aufschlag. Aber zumindest müssen die Leute dann wieder Miete an dich zahlen. Kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Was willst du mit an den... Was wird hier wohl passieren? Von allen habe ich nichts gesagt. Ah, du willst dein Rathaus und so wieder alles freikaufen. Eine Hypothek auszulösen kostet dich einen kleinen Aufschlag, aber denk bloß an die viele Miete, die du einnehmen kannst. Ah, wenn ich da drauf komme, das kriege ich glaube ich noch gerade mit meinem Budget hin. Ich kann mir ja nicht mal... Warte mal, es ist ja wahrscheinlicher, dass du hier drauf landest. Wahrscheinlicher, dass ich da noch gar nicht drauf lande. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich jetzt ins Gefängnis komme in der Acht. Wenn du Häuser baust, steigt die Miete, die andere Spieler nicht bezahlen müssen, wenn sie auf deinem Grundstück landen. Nein, ey, genau auf dein Haus, was du jetzt gebaut hast. Und da sagst du was von wegen, ich hab Glück, ne? Du auf einem Grundstück mit 130 Euro, oh, bitte nicht. Je nach Grundstück sind die Häuser unterschiedlich teuer und jedes Haus erhöht die zu bezahlende Miete. Ah, scheiße, jetzt muss ich mal aufpassen. Du hast den Schlossallee da noch stehen. Ich weiß. Ja, komm mal eben auf los. Kassier nochmal 200 Ocken rein. Ah, ne, doch. Zeit für dein Gehalt. Das ist dein Grundstück. Freu dich einfach daran. Komm, an der Schlossallee vorbei. Eine 10. Nein! Das tut weh. Ach nee. Oh, genau dazwischen. Ja, du hast Glück. Warum sollst du auch auf einem meiner Straßen sein? Ja, warte mal ab. Da hinten hast du noch jede Menge Häuser und so. Nee, nicht bankrott. Warte mal.
Okay, ich nehme mal eben eine Hypothek hier oben auf. Mach doch den unteren Bahnhof, kriegst am meisten für. Nee, die Bahnhöfe sind alle gleich und im unteren kannst du noch draufkommen. Glaub mir, für den untersten hättest du mehr gekriegt. Warte mal ab, du machst jetzt eine 12 oder so, dann bist du bei mir drauf. Guck mal, ich hab die Wii-Fernbedienung gar nicht bewegt. Ich hab also gar nicht geschüttelt. Macht doch nichts, das sind 3, du bist bei dir selber drauf, da passiert nichts. Ja, jetzt kann ich nicht mehr ins Gefängnis kommen. Das Grundstück ist in deinem Portfolio. Das geht noch. So eben. Du bist über losgezogen. Ereignis für dein Gehalt. Jetzt steht uns ein Ereignis bevor. Vielleicht darfst du los vorrücken oder du wanderst ins Gefängnis. Vielleicht musst du aber auch etwas bezahlen oder erhältst sogar. Die Karte liebe ich gerade. Hey, wieso? Was ist daran jetzt so gut? Jetzt? Weil ich an deinen Häusern dann wieder vorbeigekommen bin. Ja, Stichwort Schlossallee, Parkstraße, sagt dir das was? Aber selbst mit einer 12 komme ich da jetzt noch nicht drauf. Obwohl? Nee, mit einer 12 komme ich auch noch nicht drauf. Aber ich komme jetzt wieder auf einen Steiner. Ich habe nicht gerechnet, aber irgendwas... Nee, du kommst dazwischen. Dann wollen wir mal in den Gemeinschaftskarten. Und bei erhältst du mal 100, also mal bitte. Haben wir jetzt alle Glück gehabt, jetzt mal ein bisschen, ne? Ja, guck mal. Die ganzen Hotels, die noch vor mir sind. Ja, jetzt aber guck mal, weißt du, was das Problem ist? Keiner von uns hat mehr Kohle. Das ist, alles ist verbaut worden. Oh, ich gehe ins Gefängnis. Nein, doch nicht. Rathaus. Ein Pasch. Ich hoffe, das kann ich noch zahlen. Bei einem Monopol verdoppelt sich die Miete. Ich habe immer vergessen, ich vergesse immer, wie das ist ohne Häuser. Drei oder fünf. Nein! Ich habe die 2 schon auf dem Würfel gesehen. Siehst du, gerade die letzte Runde warst du auch da drauf. Ja, wieso freu man, dich doch. Geh doch auf frei parken, dann wieso hast muss du man Kohle. Auf, wieso muss man denn jetzt nur noch 100 Euro zahlen? Ich dachte, da war immer 200. Nee, da war 200 da unten bei dem Südbahnhof mit. Komm, eine 2, eine 5, ist auch... Nee, ist gar nicht gut, oder? Für mich ist das gut. Nein, es ist nicht gut. Wow, du bist auf dem Ereignis. 15 Euro im Gegensatz zu 1100 Euro, oder was? Na gut. Nehme ich. Ich weiß, die braunen Straßen da unten könnte ich mal langsam kann nichts passieren. Wieder einlösen. Jetzt toll, ist mein Geld wieder futsch. Und bekommst einen weiteren Wurf. Du bist über los. 2, 4 oder 5. Da musst du dir 2, 4 oder 5. Sümmchen bezahlen. Nein! Wenn du auf einem Grundstück bist, wird es teuer. Je nach Grundstück sind die Häuser unterschiedlich teuer und jedes Haus ist die zu bezahlende Miete. Hm? Kaufst du mir was ab? Bin ich aufgeregt. Wenn du mir die 3 gelben Straßen gibst, dann dann erlasse ich dir die Schulden. So viel kannst du mir gar nicht überweisen. Nein, wie viel fehlt dir jetzt? Knapp 500. Ja, hast du ja nicht. Ja, ich kaufe dir für 500 die hast Straße. Hast du nicht. Ja, nehme ich kurz eine Hypothek auf eine der grünen auf. Ach, ich habe doch noch die Bahnhöfe da. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Toll, ich habe die ganze Hypothek ausgelöst und jetzt, weil ich auf die blöden Steuern die ganze Zeit komme, dadurch kriege ich kein Geld, wenn ich über losgehe. Hypotheken sind perfekt, um schnell an Bargeld zu kommen. Allerdings solltest du nie vergessen, dass du das Geld mit Zinsen zurückzahlen musst, bevor du wieder Miete verlangen kannst. Da, bitte, werd glücklich mit dem Geld. Was regst du dich auf? Ich würfel doch jetzt eh eine 2, so wie wir mein Glück kennen, ne? Werden es 12. Bin ich 9. Nicht rot? Ja. Entspann dich, das Grundstück gehört dir. Warte mal. Jetzt kaufst du dir wieder irgendwo was und ich lande da gleich. Spannend. So, du kannst ja nichts kaufen. Du? Da stehst du. Da, da, da. Ach, schade. Geht nicht. Hast du Glück ab. Hier oben habe ich nichts. Du kannst da auf dem grünen Häuser bauen. Ah ja, danke. Hast du recht. Obwohl, ja komm, versuchen kann man es ja mal. Gut ausgebaut aus.
So. Und jetzt mal gucken. Ach, erstmal bin ich in Sicherheit. Nein! Na doch. Nein! 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 Ereignisfelder sind ganz böse momentan. Zeit für das Gemeinschaftsfeld. Oh, das geht aber. Wir müssen ja irgendwie an Kohle kommen. Ah, du bist da oben in Sicherheit. Da kann ich keine Einnahmen verbuchen. Ich habe auf alles so eine Hypothek. Also man kommt, so wie ich jetzt, auf ein Ereignisfeld. Nice. Ah, ne. Pack. Du kannst dich entspannen. Nice, es ist irgendwie ziehe vor auf sowieso Straße. Ja, Seestraße, Schlossallee kenne ich und Opernplatz kenne ich. Das ist noch gut. Alles weit weg von dir. Du darfst nochmal würfeln, du Glückspilz. Du kannst dich entspannen, das Grundstück ist in deinem Portfolio. Du willst nur, dass ich auf deine Grün da jetzt komme. Dann bin ich gleich pleite. Da bist du nicht pleite. Wenn du auf die Schlossallee kommst, dann bist du pleite. Guck mal, er hat seine 10. Wieso keine 4? Du darfst nochmal würfeln, du Glücksbild. Rücke vor bis zum Opernplatz. Ja. Zeit für dein Gehalt. Zeit jetzt kriegst du aber auch das Geld in den Rachen geschoben, weißt du? Warte, ich muss nochmal würfeln. Aber würfel doch mal eine 10 nochmal. Oder nee, eine 7. Irgendwas Niedriges. Ja, eine 9, danke. Wieso? Du bist auf mein. Die Regeln besagen, dass es ziemlich teuer ist, auf einem Grundstück mit Hotel zu landen. Wie teuer genau, hängt vom jeweiligen Grundstück ab. Ganz ehrlich? Dann mal los! Was? Ganz ehrlich? Ich überleg gerade. Ja, wo verkaufst du dein Hotel? Oder Häuser? Der will ja das Hotel verkaufen. Wieso kann ich denn nicht ein Haus verkaufen? Ja, weil du musst immer, da darf nicht zu viel dazwischen sein. Ja, das ist gut, verkauft ihn mal, da komme ich gleich lang. Das ist gut, das ist gut. Erstmal kann ich ja... Wieso krieg ich denn... Habe ich vorhin schon mal... Da bist du sowieso fast noch nie drauf gekommen. Ich würde jetzt eher nochmal von dem anderen was verkaufen, als da unten. Ja, aber ich will das Hotel hier nicht abgeben. Na dann. Wir haben doch jetzt die maximale Anzahl an Hotels, oder nicht? Nee, jetzt nicht mehr. Du hast ja eine Schuschee-Straße ja gerade 3 Hotels verkauft. Ja, das macht natürlich Sinn. Und außerdem, welche Straßen soll ich mir jetzt bitte von meinen 490 Euro Geld... Hotel so, du kriegst doch jetzt von mir 950. Ach ja, gut. Das weißt du auch selber aber, ganz genau. Ja, Leute, lass euch nicht verarschen. Aber wo? Ich hab doch nur die gelben. Auf den gelben komme ich doch jetzt gar nicht auf Hotel. Das bringt dir nicht besonders viel Profit, aber ich bin mir sicher, du weißt, was du allein willst. Wenn ich die Hypothek da jetzt oben auszahle, bin ich ja schon blank. Außerdem, ich komme gleich zur Schlossallee. Denkst du, da riskiere ich jetzt nochmal Geschäfte zu machen? Da kommst du nicht drauf. Machst du nächste Runde? Ist ja nett. Ich kenne mein Glück. Ich gehe jetzt erstmal bei dir auf eine Grün. Ich kenne auch dein Glück. Du warst bisher noch gar nicht auf der Schlossallee, seit da ein Hotel draufsteht. Ja, du verlässt dich da auch auf 2 Felder. Von, keine Ahnung, wie viel hat Monopoly? 32? Ja, irgendwann müssen die sich ja mal bezahlt machen. Jetzt komme ich wieder auf einem deiner Dinger. Siehst du? Von einem aufs nächste. Mit Hotel. Autsch. Ich biete dir einen Handel an. In welchen? Du hast ja nichts mehr. Doch, für 1000 Euro kann ich dir die mal sehen, was hier braunen verkaufen. Mach 1100 raus, dann kannst du die Miete bezahlen. Nee, 1005. Meinst du, das rettet dich jetzt noch? Jo. Du wolltest die Braun doch immer haben. Da hast du sie. Interessant.
Jetzt habe ich 0 Euro. Und dafür ein paar Hotels und ein paar Häuser. An sich nicht schlecht, und dafür muss ich ja erstmal drauf kommen. Ein Haus. Was sind das, 70? Miete mit Häusern. 150. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt auf die Schlossallee komme, ist ziemlich gering. Da brauche ich schon eine 5 oder so. Ein Pasch! Du darfst nochmal würfeln, du Glückspilz! Oh Mann, hätte ich nicht ins Gefängnis gehen können. Das Grundstück gehört dir. Ich würde eher an deiner Stelle nochmal versuchen, über loszukommen. Dann kriegst du nochmal Geld. Oder auf los. Das wäre gut. 9, das sind 400. Na, schade. Du kannst immer noch auf los, komm. Kommst aber erstmal auf ein eigenes Feld. Ja, jetzt muss ich wieder 200 Euro zahlen. Also. Geh drei Felder zurück. Dann kommst du auf ein eigenes Feld. Jetzt geh drei Felder vor. Wenn du auf dem Gemeinschaftsfeld landest, so, siehst du, ich zahle sogar wieder. Du hast es aber auch mit Krankenhaus und mit Arzt und was weiß ich nicht alles. Ist immer wieder eine Überraschung. Ich hab kein Geld, du hast kein Geld, das wird so nix. Du hast Geld. Nein, 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 nein! Was ist? Du landest doch wieder auf dem... Die Schlossallee! Ach ja. Miete mit Hotel. Ey, das ist nicht fair. Genau die... Ich hätte alle zahlen, aber nein. Das ist nicht fair. Ich pump da Geld rein ohne Ende und da ist bisher noch nie jemand draufgekommen. Ich hab auf alles ja schon Hypothek. Toll. Ich kann doch nicht mal die Sitze verkaufen, weil du die Häuser gebunkert hast. Der Verkauf von Häusern und Hotels bringt dir nicht wirklich viel Geld ein. Ja, komm, mach Bankrott. Ey, das ist jetzt unfair. Ich könnte mir die Miete nochmal leisten. Verkaufst du... Nein, du kannst ja noch nicht mal Häuser verkaufen. Ey, das ist... Das ist doch unfair. Darauf habe ich hingespielt. Genau das habe ich so gewollt. Das war meine Taktik. Nein, das ist nicht wahr. Leute, ihr seht, so spielt man Monopoly. Nein, das ist nicht wahr. Denk dran, ich habe 50 Euro. Ich kann dir auch kein Geld geben oder so. Ey, okay. Das ist doch sowas von unfair. Ich, vom Kapital her könnte ich mir alles leisten, ne? Woher kriegst du jetzt das ganze... Ah ja, die Häuser wurden automatisch verkauft. Das ist doch... Wieso verkauft er jetzt automatisch die Häuser? Ja. Das ist nicht fair, ganz ehrlich. Und vor allem, ich hab dich zweimal gerettet, da wärst du bankrott gewesen nochmal. Ich hab dich auch einmal gerettet. Ja, toll. Ich hab's einfach verdient zu gewinnen. Ach ja. Das ist der Preis des Fleißes. Der Preis der Arbeit. Gut, dass dein Mikro die ganze Zeit schief hängt, da kann dich keiner mehr hören. Ach Mann, ey, was ein stundenlanges Spiel und dann so ein blödes Ende. Dass die Macher sind da schuld. Franjo B. gewinnt. Toll. Mensch, das sollte man sich als Desktop-Hintergrund machen. Ach ja. Oh nee. Ja, Leute, das war jetzt mal ein Special der extrem anderen Art. Es ist gerade extrem viel Zeit vergangen. Guck mal eben drauf, wie lange ging die Aufnahme jetzt? 2 Stunden 49 Minuten. 3 Stunden Aufnahme, das ist das Maximale, was ich jemals gemacht habe. Und das kostet Gigabyte. Guckt sich doch keiner an. Mal ganz ehrlich, wer von euch guckt sich das an? Bitte schreibt einen Kommentar rein, wenn wir irgendwann mal eine Art Gewinnspiel oder so machen, dann müssen wir die Leute jetzt bevorzugen, die sich das 3 Stunden lang angetan haben, nur mit Monopoly. Ja, was bleibt noch zu sagen? Du hast unfairerweise sehr gut gespielt. Gewonnen. Ich habe 2 Computer geblättert. Das Einzige, was ich dir zugute halten muss, ist, dass du mich einmal gerettet hast, wo die Computer noch am Leben waren. Aber ansonsten... Ja, weil ich nicht wollte, dass einer der Computer im Finale ist. Ja. Und ich war natürlich zu gutmütig und hab's die ganze Zeit mit dir weitermachen lassen. Egal. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel zwischendurch. Wir hatten einige lustige Momente da drin. Ja. Und am Ende hat der vermeintlich Bessere gewonnen. Ja. Und wie?
Nee, mit der Wii. Nicht Wii, Wii. Mit der Wii. Genau. Ja, Monopoly für die Wii. Das Spiel. Und wenn euch das gefallen hat und wir vielleicht nochmal Lust haben, werden wir vielleicht nochmal ein kürzeres Special machen. Ja. Und, ja. Was hast du noch zu sagen? Gute Nacht. Schlaft gut. Auch wenn ihr dieses Video vielleicht irgendwann mal tagsüber schaut, aber wir sind jetzt hier gerade um 2 Uhr nachts dabei. Bei der Länge, da werden die Leute mit einschlafen bei dem Video. Ja. Das ist das neue Einschlafvideo. Genau. Vergesst die 3 Fragezeichen, vergesst Flash Gordon, hiermit schlaft ihr am besten ein. Flash Gordon. Ja, Flash Gordon, das hört Pastewka immer. Flash. Spiel auf dem neuen Spielbrett. Ah, ja, ist klar. Schade, dass die Lizenzen für das Lied so teuer sind. Ich hätte das jetzt echt einspielen lassen, nur für dich. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen und schaut euch auch unseren anderen nicht so ganz so langen Videos an. Bis dann, ciao. Tschüss, viel Spaß und schönes Leben noch.